Heute haben wir Deutschstunde und beschäftigen uns mit ernsten, humorvollen und auch absolut absurden Filmen der deutschen Filmbranche. Kaum etwas anderes könnte die Schwächen und Stärken des deutschen Films mehr repräsentieren als die bunte Auswahl an Filmen, die wir heute besprechen werden. Hallo und herzlich willkommen zu Ungeschnitten, dem, und ich meine wirklich dem Film- und Serienpodcast auf Spotify, iTunes, YouTube und dort, wo man sonst noch seine klangvollen Stimmen präsentieren kann. Vor mir sitzt wieder mein wertgeschätzter Kollege Herrn Becker. Wie geht es dir? Hallo, alles klar? Alles klar bei mir, ja. Hast du dir die Hände gewaschen? Den hast du dir lange ausgedacht jetzt, oder? Ja, wir haben heute ganz viel Deutsches. Wir haben heute ganz viel Deutsches, genau. Ja, war mehr ein Zufall da. Ich habe mit Deutschfilm angefangen und dann haben wir gesagt, ach komm, wir machen daraus eine kleine Show. Ja, genau. Also eigentlich war es ja auch geplant, so mehr oder weniger als Special, aber die gegebenen Umstände, die wir ja gerade haben. Ja, haben es nicht möglich gemacht, das früher in Betracht zu ziehen. Ja, auf jeden Fall könnten wir natürlich gleich anfangen und kommen natürlich zu dem Highlight erstmal. Wahrscheinlich schon ein kleines Highlight am Anfang und zwar die verlorene Wette vom vorigen Podcast. Genau, wir hatten ja Jean-Claude Van Damme Filme und da habe ich leider den kürzeren gezogen. Sehr überraschend auf jeden Fall. Jedenfalls durfte ich mir Klassentreffen 1.0 angucken. Und ja, du hast dir auf jeden Fall den guten Film ausgesucht. War schon mal ein guter Start. Der als Strafe herhalten musste und hat natürlich perfekt hier reingepasst in den Deutsch-Podcast. Und, um das schon mal vorwegzunehmen, an diesem Film können wir gleich mal erklären, oder ich vielleicht, wie man keinen deutschen Film macht und warum der deutsche Film so einen ekelhaften Ruf hat. So, er bessert sich langsam, also mittlerweile gibt es ja auch gute Serien und es gibt auch gute deutsche Filme, die werden wir natürlich danach besprechen. Aber Klassentreffen 1.0 ist das Paradebeispiel eines richtig schlechten, schlimmen, abartigen, unwitzigen Filmes. Und ich erkläre euch mal warum. Aber erstmal, worum geht's eigentlich? Also, es geht um drei Männer im mittleren Alter. Wir haben da zum Beispiel den Thomas, gespielt von Til Schweiger, der ist ein DJ und vögelt natürlich alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also sprich, er spielt sich selbst mal wieder. Also auch keine Klischeefigur, wie man merkt. Überhaupt gar nicht. Es wird natürlich auch im Film erwähnt, dass die Jobbezeichnung eines DJs nun mal so ist, also er muss alles wegnudeln. Okay. Dann haben wir den Nils, der ist Familienvater und ja, auch schon ein bisschen älter. Sein Sohn ist so ein bisschen mehr auf sein Äußeres bedacht und der Nils findet das irgendwie nicht so toll und macht auch so ein paar homophobe Witze halt, ne, darüber. Seine Tochter hat keinen Respekt vor ihm und so fühlt er sich so ein bisschen verloren in seinem Leben und überlegt halt so ein bisschen, ob er nicht vielleicht hätte mehr erreichen können. Dazu kommt noch, dass er Hämorrhoiden hat, was natürlich im Alter eventuell dazugehört. Wichtig für die Handlung wahrscheinlich. Das Schlimme ist, und das ist wirklich, wirklich schlimm, der Nils ist die einzige Person in diesem ganzen Film, die so ein bisschen Potenzial hatte, vielleicht so wirklich mal ein bisschen ernster darauf einzugehen, was es bedeutet, älter zu werden und wie man vielleicht damit klarkommt, vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Midlife-Crisis so ein bisschen anschneidet und so. Aber das wird in dem Film, also der Charakter wird so in den Dreck gezogen, das ist so abartig. Ja, und als drittes haben wir den Andreas, den seine Frau ist mit dem Paartherapeuten durchgebrannt. Also nochmal das übelste Klischee. Und der ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, also der schreit nur rum und ist extrem cholerisch. Also, keine Ahnung. Jedenfalls geht es darum, die drei waren mal in einer Klasse und es ist ein Klassentreffen angesagt. Und der Nils, weil er natürlich Geld hat, also der DJ, nee, ich quatsch nicht der Nils, sondern der Thomas, denkt sich, okay, ich habe ganz viel Geld und um die anderen beiden mal so ein bisschen aus dem Loch rauszuholen, fahren wir halt einen Tag früher los und buchen uns in einem Luxushotel ein und verbringen da ein paar geile Stunden. So, ne, machen ein bisschen Party und bla bla bla. Ja, und der ganze Film besteht im Grunde nur aus Möchtegern-Sketchen, die so dermaßen ausgereizt und in die Länge gezogen werden und unfassbar unlustig sind. Also der Humor besteht nur aus Fäkalhumor und irgendwelchen sexuellen Sachen. Also da werden zum Beispiel, da wird ein Sack in Nahaufnahme gezeigt und die anderen beiden
ziehen an diesem Sack dann die Schamhaare raus und das soll dann irgendwie witzig sein, weil der Typ sich seinen Sack da in der Sauna eingeklemmt hat. Dann der eine mit den Hämorrhoiden, der zeigt dann sein Arschloch vor versammelter Mannschaft auf dem Klassentreffen. Also nur so eine... Wenn ich das so erzähle, ja, das ist natürlich witzig. Ja, ja. Ja, ja. Ich wollte eigentlich nicht lachen, ich habe die ganze Zeit mich schon ein bisschen verkniffen, aber es ist einfach so, wenn du es erzählst natürlich als ausstehende Person, dann denkt man so, hahaha, weißt du, so witzig ist ja irgendwo, aber ja, ja, im Film ist es natürlich, kann ich mir schon vorstellen, das ist totaler Blödsinn halt. Ne? Nee, also, und das Schlimme ist halt, wie gesagt, dass mag man vielleicht so einen Humor haben, okay, so, ne? Gibt ja auch andere Filme, bei Baywatch gab es ja auch so ein Ding, wo sich der eine Typ, ich weiß nicht, hast du den gesehen, Baywatch? Den Film da? Mit The Rock? Nee, den hab ich nicht gesehen, nee. Da gibt's auch eine Szene, wo ein so ein Hilfsrettungsschwimmer da sich die Eier in so einem, in so einer, so einer Strand, so einem Strandtisch da irgendwie einklemmt. Ja. Und da werkeln die halt auch irgendwie 10 Minuten dran rum, bis sie die Eier da wieder rausgekriegt und ich haben. Ich dachte, es war noch was nie zuvor gesehenes. Verdammt. Nee, also, nee, war es auf jeden Fall nicht. Jedenfalls, ja, wie gesagt, wird das jedes Mal übelst in die Länge gezogen, bis man wirklich nur noch kopfschüttelnd da sitzt und denkt so, Alter, ist doch gut jetzt, so, ne? Also allein diese Szene in dem Hotelbad, die fängt erstmal damit an, dass der Thomas zu den anderen beiden sagt, ey, pass mal auf, ihr habt da unten rum übelst den Busch, so, ne? Da steig ich ja schon mal eigentlich aus. Das ist für mich ja schon, Alter, das ist nicht lustig, so, ne? Dann ziehen die ihre Buchsen aus und man sieht halt den übelsten Busch, so. Und dann fangen die an, in der öffentlichen Dusche sich zu rasieren. Und der Til Schweiger steht zwischen den beiden und guckt denen dabei zu. Und gibt den Tipps. Klingt irgendwie ein bisschen wie so eine Sketch-Comedy aus den 90er, irgendwie so ein bisschen, finde ich. Ja, ja, also, ja, wie gesagt, vielleicht finden es einige witzig. Ich definitiv nicht. Also, ich finde es unterirdisch, wirklich grottenmäßig. Ja, guckt denen dabei zu. Dann gehen sie, wie gesagt, in die Sauna. Und der klemmt sich halt den Sack da in dieser komischen Saunabank da ein. Und dann wird ausgelost, wer ihm denn den Sack eincremt, damit das flutscht, so, ne? Das darf dann Til Schweiger machen, hilft dann aber trotzdem nicht. Dann ziehen sie ihm, wie gesagt, aus Spaß da die Haare raus, so, in Nahaufnahme. Das klingt so absurd, also, ey. Also. Und dann kommt eine Schauspielerin, die auch bei dem späteren Film Systemsprenger mitspielt, die spielt die Lehrerin. Ach so. Die kommt dann da als Hausmeisterin und sägt die Bank auf. Und dann kommt er halt da raus. So, und das ist ein so ein Dings und der Humor zieht sich durch den ganzen Film. Also wirklich richtig unterstes Niveau, richtig unterste Schublade. Also hast du richtig Bock auf den zweiten? Übelst, ja. Also wenn ich. wenn ich höre hier nur raus, du hast richtig Bock auf den zweiten. Ja, ja. Dann ist mir auch extrem aufgefallen, dass jede Frau in diesem Film, angefangen bei Lilly Schweiger, die ja mittlerweile doch mehr oder weniger erwachsen geworden ist, also ich kannte die halt aus Keinohasen und Zweierküken und bei Honig im Kopf spielt die, glaube ich, auch mit. Jedenfalls ist die mehr oder weniger erwachsen. Die reißt mittlerweile jetzt auch schon Schwanzwitze und bla bla bla. Und ich will das einfach nicht hören, Alter. Ich kenne die als, weiß ich nicht, fünfjähriges Mädel, Alter. Alle Ehefrauen, alle Freundinnen, die da irgendwie mitspielen und theoretisch ja auch der Grund sind, warum die Männer sich so ein bisschen kacke fühlen, die sind entweder Schlampen, also sprich, die brennen halt mit dem Psychologen halt durch, kommen am Ende aber wieder und alles ist toll, so. Die Frau von Til Schweiger, oder die Freundin, die kriegt natürlich spitz, dass er fremdgegangen ist und sagt dann zu ihm so, ja, ist jetzt aber nicht so okay, ne? Also eigentlich sind wir ja monogam. Und dann sagt er, ja, okay, stimmt, dann muss ich wohl mein Leben ändern. Und dann ist es okay. Also dann passt das so. Ja, kennt man ja so aus dem Privatleben. Ja, definitiv. So, also so eine Frauen gibt's halt nur. So, die rennen halt draußen rum und dann kannst du fremdbumsen und dann sagen sie, bitte nicht nochmal. Ja, das ist ja auch umgekehrt so. Also, als wenn Ex mich da mal getrunken hat, da war dasselbe. Da hab ich auch gesagt, ey, kann passieren, aber mach's nicht nochmal. Ja. Ja, und die Lilly Schweiger ist natürlich das Abziehbild von einer verwöhnten, reichen, kleinen Göre, die die Kreditkarte von ihrem Vater, halt auch Til Schweiger, ja, mehr oder weniger entwendet und damit alles kauft, was es gibt. So, ne? Und dann noch ihre zwei missratenen Freundinnen mit durchzieht, die eine dümmer ist als die andere. Also, der Film besteht nur aus Klischeefiguren, hat den übelsten, untersten Humor, den es gibt, und hat auch noch eine Botschaft hinten raus, die einfach total bescheuert ist. Also wirklich. Hat Til Schweiger den auch Regie geführt? Der hat Regie geführt, der hat das Ding geschnitten, worauf ich gleich aufs nächste Ding komme.
Das ist mir nämlich schon bei Honig im Kopf aufgefallen, der eigentlich gar nicht so schlecht ist. Das Problem ist aber, Til Schweiger kann nicht schneiden. Also er kann keine Filme schneiden. Denn wenn du da Dialoge siehst, so fängt der Film auch an. Also der Film fängt an mit diesem Nils, der am Küchentisch sitzt mit seiner Tochter, seiner Frau und seinem Sohn. Und die unterhalten sich. So. Und dann ist das Ding geschnitten wie ein Actionfilm. Also richtig Staccato. So. Weil Til Schweiger will scheinbar denjenigen einfangen, der redet. Dann will er währenddessen auch noch den einfangen, der darauf reagiert. Mit irgendwie einer Mimik oder irgendwie einem Kopfschütteln oder irgendwas. Und natürlich, wenn andere Figuren auch noch an dem Gespräch irgendwie teilhaben, die anderen auch noch. Also einer redet und dann wird fünfmal geschnitten, um alle anderen Leute irgendwie einzufangen. Dann hört der andere auf zu reden, dann wird umgeschnitten auf den nächsten, der redet, und dann wird wieder auf alle anderen so, ne? Und wenn derjenige, der spricht, aber nur sagt, ja, finde ich aber nicht okay, dann kommt drr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 
Ich habe mal geguckt, für den Filmförderung oder die Filmförderungsanstalt auf Bundesebene, also sprich von Deutschland, von dem großen Topf, die Kriterien, wonach die gehen. Und zwar steht da wirklich wortwörtlich, es ist von Vorteil, wenn ein bekannter Regisseur, ein bekannter Darsteller oder ein bekannter Drehbuchautor an dem Film beteiligt sind. Da man hier natürlich Til Schweiger dabei hat, der das Drehbuch schreibt, Regie führt und mitspielt, ja, es ist klar, dass der das die Kohle kriegt, so, ne? Aber halt unlogisch, ne? Also, ich meine, das sind ja auch keine übelsten Magnete gewesen für Zuschauer halt, ne? Also, ist gut, der erste, nach meinen Infos, hat noch über 1 Million gehabt. Ja, über 1 Million, ja. Gut, lass es sein, 1 Million ist für andere wahrscheinlich eine hohe Zuschauerzahl, aber für Til Schweiger finde ich schon mal gar nicht. Ja, und ich im Kopf hatte über 7. Genau. 7 Millionen. Und Kein Ohrhasen und die Fortsetzung da auch über 6 Millionen. Irgendwas. Und da ist es ja kein Vergleich. Da merkt man doch, okay, das hat nicht funktioniert anscheinend. Ne? Und macht dann trotzdem noch einen zweiten. Der hat dann noch weniger, ach, weit unter 500.000, glaube ich, sogar an Zuschauern gehabt. Ich meine, dann warum? Weißt du so? Also klar, ist jetzt festgelegt worden, aber für uns natürlich total unverständlich, warum sowas passiert halt. Ne? Warum sowas gefördert wird, weil Til Schweiger den Film macht oder mitspielt oder Drehbuch schreibt. Ich meine, im Endeffekt hat es ja nicht funktioniert. Funktioniert nicht, ne? Ist rausgeschmissenes Geld. So halt, ne? Vor allem verstehe ich halt nicht, liest sich denn da keiner das Drehbuch durch? Ich meine, da muss doch drinstehen, Mann sitzt auf der Bank und die Eier baumeln da und dann allein da müssen doch schon Leute denken, Alter, was ist das, wofür geben wir hier Geld aus? Ja, also, wahrscheinlich denken die, wie bei den vorherigen Filmen, wird es denn trotzdem ein Kassenmagnet, weil die Zuschauer aus Deutschland alle stupide sind oder keine Ahnung und Ich bin auch schon kein Riesenfan gewesen von Fuck you Goethe und so Sachen, so, ne, also Humor auf jeden Fall kann drin sein. Deutschen können auch deutsche Komödien. Ich habe dann später auch noch einen anderen Film, wo das meiner Meinung nach ganz geklappt hat. Aber das Ding ist halt so unterste Schublade. Vor allem ist es ja ein Remake von einer dänischen Verfilmung. Oder ja. Dänischen Film ist, glaube ich, auch eine Trilogie. Sind drei Teile. Die gehen aber alle eine halbe Stunde kürzer als die Til Schweiger jetzt gemacht hat, die beiden Teile. Genau, das habe ich auch gesehen. Ich habe ja noch mal ein bisschen kundig gemacht und so. Und die gehen so um die 85, 90 Minuten. Ja, genau. Und der Til Schweiger-Film, also Klassentreffen, geht 2 Stunden. Und daran sieht man ja schon mal, dass der diesen ganzen Blödsinn einfach nur richtig abartig in die Länge gezogen hat. So. Und es wird halt einfach nicht witziger. So. Ja, weil viel mehr Handlung kann es nicht sein. Also da kann er jetzt einen krassen Handlungsstrang eingebaut haben, damit es eine halbe Stunde recht. Und ich habe mir auch von der dänischen Vorlage, habe ich mir auch den Trailer angeguckt, da sind auch die Sachen drin, dass der Typ da in der Sauna sitzt und sich das da einklemmt. So, ne? Und dass der andere Typ Hämorrhoiden hat, das auch drin. Aber ich schwöre, hundertprozentig haben die das nicht so ausgeschlachtet. Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen sind die ja bei IMDb, also das heißt, das machen ja Zuschauer. Ne? Das ist ja nicht irgendeine Kritik oder was ich. Der wird wahrscheinlich auch nicht besonders gut sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die jetzt plötzlich übelst geil sind, die Filme, aber die sind zumindest doch deutlich besser bewertet einfach, ne? Also, ja. Um mal kurz die Zahlen hinzulegen, hat der erste 5,9 von 10, der zweite 5,8 sogar noch, der dritte 5,3. Völlig in Ordnung für 3 Teile, da ist ja die meistens sowieso ein bisschen absackend, ne? Ja. Der dritte Teil mit 5,3 ist weit über dem ersten von Til Schweiger, der mit 3,1 irgendwo rumdümpelt und der zweite mit 2,3. Also der muss noch schlimmer sein. Also ich habe dir nicht mal das Schlimmste rausgesucht wahrscheinlich. Ja. Ja, und das Schlimme ist, Til Schweiger hat ja von Anfang an gedroht, er macht eine Trilogie. Also ich weiß jetzt nicht, ob er den dritten jetzt wirklich noch finanziert kriegt oder ob er das selber macht, keine Ahnung. Da hatte ich auch mal gegoogelt, aber habe ich noch nicht gefunden zu. Also. Auf jeden Fall will er ja den theoretisch noch einen dritten Teil dazu machen, um den Teufelsdreier perfekt hinzukriegen irgendwie. Aber hoffentlich kommt er. Richtig, richtig übel. Also wir haben auf jeden Fall gute Kandidaten für die nächste Bestrafung. Ja, gut, dann hätte ich auf jeden Fall diesen Schund abgehakt. Also, wie gesagt, wer auf so einen Humor steht, der wirklich nur Pipi Kaka und Pullermatz und Ficken und Blasen ist und mehr, wirklich mehr nicht, also aus mehr besteht der Film nicht, der kann sich den Film angucken, aber nachher nicht beschweren, dass er nicht gewarnt wurde. Ja, gut. Was ich halt nicht verstehen kann, um mal kurz anzuschneiden, ist ja, dass das Til Schweiger hat ja nicht nur kompletten Müll gemacht, ne? Warum jetzt in den letzten Jahren so abwärts ging mit ihm auch, ne? Also ich meine, da waren ja schon ein paar Sachen, die kann man mir halt vielleicht, also einen Film kann man mir absolut nicht malig reden, das ist Barfuß. Mhm. Den kannst du mir nicht malig reden, ich finde den super klasse und meistens sind es ja auch vielleicht Filme, wo er dezenter so ein bisschen im Hintergrund auch ist, weißt du, vielleicht von dem Gegenpart an der Wand gespielt wird, sage ich mal in Anführungszeichen. Naja, der hat sich jetzt irgendwie zur Aufgabe gemacht im letzten Film, ab Kein Ohrhasen, dass er halt immer denselben spielt.
In dem Film das Klassentreffen hat er einen Hut auf. Nein, bei der Barfuß spielt er für mich auch denselben wie überall so, aber da spielt halt diese Johanna Warleck, glaube ich, heißt die. Mhm. Die spielt halt fantastisch da in dem Film und da geht er halt so unter. Das ist genau dasselbe Beispiel bei Honig im Kopf, wo Dieter Hallervorden halt, ne, halt ihn völlig an der Wand spielt halt, ne, sozusagen. Und ja, Kaino Hasen konnte man sich auch mal geben und vielleicht auch dieses Coco Vell, glaube ich, habe ich auch gesehen, war auch für einen Sonntag, verregneten Sonntagnachmittag mal in Ordnung. Zwar irgendwie würde ich jetzt trotzdem sagen, der ist scheiße, aber das war, ich glaube, da gibt es halt noch Schlimmeres und ja, wie man sieht, gibt es das wahrscheinlich auch. Du hast es ja gesehen. Auf jeden Fall, also ja, Klassentreffen von mir auf jeden Fall übelst durchgefallen und wenn es nach mir ginge, gäbe es sowas in Deutschland einfach nicht, weil das genau das ist ja der Grund, warum der deutsche Film so in Verruf ist, so, ne, weil. Klar, Til Schweiger spielt mit und macht den Film und deswegen hat er ja auch eine große Aufmerksamkeit. So. Und wenn dann aber so ein Blödsinn bei rumkommt, ist ja klar, dass die Allgemeinheit denkt, so, ja, deutsche Filme, Ich hab, als es darum ging, dass wir halt deutsche Filme gucken, halt für diese Folge, wollte meine Freundin, die wollte nicht einen Film gucken, so, weil die von vornherein gesagt hat, nein, ich gucke keine deutschen Filme. Naja. Also, so eine Meinung gibt's halt, ne? Also, wir sind da noch ein bisschen offener, weil wir uns da vielleicht auch mal reinbeißen und auch mal durch Scherben laufen. Aber es gibt halt wirklich Leute, die sagen, nein, ich gucke keine deutschen Filme, das ist nur Dreck. So. Und ja, sowas ist dafür verantwortlich. So ist es, ja. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist halt Schimmel, dass es sich auch oft bewahrheitet, ne? Dass es so ja, Maul genau. ist halt einfach. Ja. Gut. Wollen wir dann zu was Gutem rüberschwenken? Ja, können wir gerne machen. Mit was soll ich denn? Wollen wir die Gemeinschaftsfilme oder erstmal. Dann mach du mal einen alleine erstmal. Ich mach erstmal einen alleine. Ich habe Der Junge muss an die frische Luft gesehen. Hm? Würde ich mal sagen, so eine Biografie nicht direkt über Harpe Kerkeling, sondern also über das ganze Leben von ihm, sondern seine Kindheit. Ne? Hm? Vorweg, ich habe schon den anderen Film gesehen, Ich bin immer weg, der ein Ticken zu dokumentarisch ist. Also du weißt nicht genau, ob hätte man daraus einen Film machen müssen. Ich glaube, als Buch funktioniert es wahrscheinlich besser, weil es eigentlich bloß den Weg über diesen Jakobsweg beschreibt. Lebt aber, die haben einfach bei den zwei Filmen, die bisher gemacht wurden über Harpe Kerkeling, einfach ein Händchen für die Darsteller halt. Ne? Auch bei Ich muss dann mal weg, da ist der Darsteller, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, wirklich wunderbar. Ne? Der spielt mit so viel Charisma. Du schaust dir halt übelst gerne zu, sodass dir der dokumentarische Stil des Films, sage ich mal, nicht auf die Nerven geht. Du hast ihn geguckt und das verlässt dich mit einem guten Gefühl, so halt, ne? Der Junge muss an die frische Luft, ist ein bisschen drastischer, sage ich mal, ne? Also der ist eher in die Kerbe Drama gelegt tatsächlich, was wahrscheinlich vorher keiner so gedacht hätte, schätze ich jetzt mal. Geht halt darum, der Harpe ist, also Hans-Peter ist 9 Jahre alt, ne, wird von Julius Weck aufgespielt, der wunderbarer Kinderdarsteller anscheinend ist, weil er es wirklich grandios macht. Also du schaust dem sehr gerne zu bei dem, was er da tut. Ist halt ein aufgeweckter Junge, der im Ruhrgebiet aufwächst in Recklinghausen, ist bei Nordrhein-Westfalen und ist so Anfang der 70er und da geht es immer sehr familiär zu halt. Ne? Alle sind nett und freundlich, seine ganze Familie hat immer Bewunderung für das, was er macht, ne? Dass er halt so schon Entertainer-Züge hat, ne? Und ermutigen ihn immer weiterzumachen, dass aus dem mal was Großes wird. Aber es kommen halt Schicksalsschläge dazwischen. Erstmal wird seine Oma krank. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich schätze mal, dass es Krebs ist. Es ist immer irgendwie Krebs. Na, die im Sterben liegt, aber irgendwie nie so richtig die Fassung verliert, sondern immer für ihn da ist, für ihren Enkel halt, ne? Und kurz vorm Tod auch noch sagt, du wirst mal Karriere machen, so, und daran hält er sich halt auch fest. Der nächste Schicksalsschlag ist dann noch ein bisschen härter, finde ich persönlich, und da lernt man dann halt langsam kennen, woraus Harpe entstanden ist, ne? Und zwar hat seine Mutter eine Kieferhöhlenoperation, die hat halt Angst vor dem Zahnarzt, hat tierische Schmerzen, wird aber bereit, diese Kieferhöhlenoperation zu machen. Da gibt es Komplikationen, die wird zwar durchgezogen, aber sie riecht und schmeckt nichts mehr. Und der Arzt sagt, das kann wieder weggehen und bla bla, aber geht's halt nicht. Ne? Also es gibt geringe Fälle, wo sowas passiert, dass du dann halt deinen Geschmackssinn und deinen Geruchssinn nie wieder bekommst. Und seine Mutter fällt in eine tiefe Depression dadurch. Ne? Also die wird depressiv und er versucht immer mit seiner Show-Allüre, die er so am Tag legt, versucht da immer sie wieder auf Kurs zu bringen, wieder zum Lachen zu bringen, was erstmal nochmal gelingt, aber die rutscht immer tiefer in so ein Loch, bis irgendwann gar nichts mehr funktioniert, bis es nur so ein künstliches Lachen ist, ne? Oder mal so ein
Lächeln oder so ein Grinsen oder, also es wird nicht mehr. Eines Tages geht seine Mutter halt ins Bett und beachtet ihn schon fast gar nicht mehr, ne? Also sie guckt ihn gar nicht an und sagt, ja, du kannst so lange wach bleiben, wie du willst. Und also ihr ist es irgendwie egal, ne? Die verliert den Bezug zu ihrem eigenen Sohn und legt sich hin und plötzlich hört er irgendwann in der Nacht ein Röcheln und er geht drin und kann als kleines Kind die Situation nicht richtig einschätzen. Also die Gefahr, die darauf kommt. Und man erfährt im späteren Verlauf, dass die Mutter halt Selbstmord versucht hat. Oder besser gesagt, eigentlich im Endeffekt auch ausgeführt hat, weil sie wird ins Krankenhaus gefahren und stirbt dann halt. Ne? Mhm. Das heißt, seine Mutter ist eigentlich neben ihm im Bett gestorben halt. Ne? Ist schon eine krasse Sache, sag ich mal, finde ich, die man wahrscheinlich nicht jeder weiß, denke ich. Ich denke, dass kaum jemand weiß, was der durchgemacht hat als Kind. Ne? Mhm. Und das hat ihn ja halt auch geprägt, denke ich, für das, was er dann später getan hat. Halt ein Showmaster, ein Entertainer zu werden. Trotzdem ist der Film so, dass er niemals dir zeigt, dass du depressiv sein sollst als Zuschauer. Du sollst immer ein gutes Gefühl haben halt, ne? Und das hast du auch, ne? Du hast immer das Gefühl von Geborgenheit, von Verständnis in diesem ganzen Film. Und das hat mich wirklich extrem positiv gestimmt und war sehr schön mit anzusehen, dass mal ein Film, der so ernste Themen behandelt oder so eine, sag ich mal, schlimme Kindheit behandelt, nicht gleich dafür sorgt, dass du als Zuschauer übelst runtergehst mit deiner Laune. Gleich mit depressiv wirst. Ja, genau. Ah. Also fand ich wirklich gut gemacht. Ging dann halt weiter, dass er dann halt anfing. Achso, da war noch, muss ich kurz noch kurz zurückrudern, dann war noch so ein Sorgerechtsding, wo die versuchen, die Großeltern, seine die Oma väterlicherseits, die hat mit der Hüfte und die sind natürlich auch alt und hier und da, aber versuchen das Sorgerecht für ihn jetzt zu kriegen und klappt zum Glück auch, ne? Also mit ein bisschen Augenzwinkern und so. Hat dann später ein Theaterstück in der Schule, was er, wo er mitspielen soll, gar nicht eigentlich will, weil er halt den Tod seiner Mutter betrauert. Dann aber sich trotzdem irgendwie überlegt, doch, das mache ich und spielt eigentlich bloß eine Nebenrolle. Und die hat so ein bisschen an Horst Schlemmer, so ein Hausmeister, der so irgendwie die Kinder vom Hof jagt irgendwie und lässt sich dann spontan, so improvisiert, Zeilen einfallen, die Zuschauer im Theaterstück, also die Eltern sozusagen, zum Lachen bringen. Und so ist wahrscheinlich denn eigentlich der Schluss, dass Harpe Kerkeling eben geboren ist, so halt, ne? Ja, die Figur Harpe Kerkeling. Genau, dass der Mensch Harpe Kerkeling und die Figur vielleicht auch für spätere Figuren, die er erschaffen hat, geboren ist. Zum Schluss wird halt einfach klar, wer und warum die Menschen ihn geprägt haben zu dem, was er halt geworden ist. Und das ist halt wirklich schön gemacht, ne? Also am Ende kommt noch ein total toller Cameo-Auftritt von Harpe Kerkeling. Also er spielt wirklich auch kurz mit, wo die ganze Familie, alle, die auch schon tot sind, Mutter, Oma, hier und da, so laufen und er da mitläuft. Und dann dreht er sich so um und Harpe Kerkeling steht so da und zwinkert so seinem eigenen Ich zu. Das ist schon schön gemacht, so, weißt du, so. Also wirklich ein toller Film, der, wie gesagt, trotz seiner ernsten Thematik nie dafür sorgt, dass du dich als Zuschauer irgendwie unwohl fühlst halt, ne? Und das fand ich mal eine erfrischende Abwechslung einfach, ne? Und du hast wahrscheinlich auch nie, glaube ich, damit gerechnet, bevor man den Film gesehen hat, dass der so ernste Züge hat. Oder wahrscheinlich die wenigstens, wie gesagt, wissen, dass Harpe Kerkeling so eine schlimme Kindheit hatte, ne? Die wirklich überhaupt nicht zum Lachen war, finde ich, ne? Also das sind halt wirklich Schicksalsschläge. Ich meine, ich möchte meine eigene Mutter nicht als Kind sterbend im Bett liegen haben, weißt du so? Nee. Es wird auch immer klar, dass er sich wahrscheinlich bis an den Rest seines Lebens Vorwürfe machen wird, weil er immer wieder sagt in dem Film aus einer Off-Stimme, er hätte mehr machen müssen, um seine Mutter zu retten. Also ich glaube, der gibt sich auch selber die Schuld so ein bisschen daran. Und ich bin ja ein großer Fan von Harpe Kerkeling seit Kind auf. Also der hat für mich so einen eigenartigen Stil von Comedy, ne, erschaffen und hat mehrere Kultsendungen, Darüber lacht die Welt, Känguru, Total normal, ne? Kennt jedes Schwein halt, ne? Ich finde, bei Harpe Kerkeling ist das Schöne, dass sein Humor basiert, nicht darauf, andere Leute bloßzustellen. Ja. Also der verarscht keine anderen Leute. Er zeigt vielleicht mal irgendwie gesellschaftliche Sachen auf, wie zum Beispiel bei Hurz. So, genau, ne? das wollte ich gerade sagen. Also das ist dann irgendwie so, er macht sich ein bisschen darüber lustig, dass die gehobene Gesellschaft da irgendwelche Sachen sieht, die wir als normale Sterbliche da mal vielleicht nicht sehen, aber an sich zeigt er nie mit dem Finger auf einen Einzelnen und sagt, du bist ja, wir sind nicht hässlich oder du bist doof oder dick oder keine Ahnung, was ja bei vielen anderen Komikern ja nun mal der Fall ist, so, ne? Die machen sich über Hinz und Kunst lustig und das ist bei Harpe Kerkeling halt nicht so, finde ich. So sieht's aus, also er hat immer einen eigenen Stil gehabt. Und die hat bis heute keiner kopiert. Ich glaube, er war
neben Dieter Krebs war er so das Maß aller Dinge in den Comedy-Bereich, fand ich. In den 80ern und 90ern, weißt du? Für mich jedenfalls persönlich. Und wie du schon sagst, er hat immer eher so auf die höhere Gesellschaft. Ich hatte da letztens hier was ganz Witziges gesehen über, bei der, darüber nach die Welt. Da hat er sich halt mehr oder weniger lustig gemacht. Schachspieler, die es halt extrem ernst nehmen, weil Schach ist ja auch was für Intellektuelle halt, ne? Und ein kleines Mädchen ihm durch so ein Stöpsel hier sagt, was er für Züge und dann nebenbei was er isst und hier und da und sich übelst lustig macht. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Und das ist halt zum Brüllen halt, ne? Und wenn er sich mal lustig macht, oder wenn er jemanden reinlegt, wie zum Beispiel mit Riboli, ne, diese schwedische Band, also, oder, Rockbänder, dann, ja, dann tut es auch niemandem weh, weißt du so? Er löst es auf und ich glaube, jeder ist mal begeistert davon, was er da, dass er da auf die Beine gestellt hat, weil keine Sau ihn einfach erkennt. Das ist wahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, ne? Weil ich denke als Zuschauer natürlich, warum erkennen die den denn nicht? Aber ich würde ihn wahrscheinlich so auch nicht erkennen, wenn er mich jetzt verarschen würde. Weißt du so? Ja. Ich finde es ein ganz toller Typ, ein ganz toller Komiker und wird immer in meinem Herzen bleiben. Und ich finde es schade, dass er nicht mehr so viel macht. So, ich meine, so alt ist er jetzt auch noch nicht. Irgendwas in eine, also er ist noch keine 60, der müsste Mitte 50 sein. Aber hat er nicht mit seinem Mann auch ein Kind adoptiert? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass der mit seinem Mann auseinandergegangen ist irgendwann, der war dann ja ewig verheiratet, ich weiß gar nicht, der hat eine Neuerin. Das weiß ich ja schon zum Beispiel gar nicht. Ja, ja. Also der lebt jetzt wieder, glaube ich, mit jemandem zusammen und war vorher, bestimmt 30 Jahre mit dem zusammen oder so. Also es war schon sehr lange. Ob die jetzt ein Kind adoptiert haben, weiß ich nicht. Zuzutrauen wäre es natürlich. Also, wie gesagt, ich finde den Mensch an sich total klasse und wie gesagt, ich habe alles gerne geguckt, auch die Filme, Kein Pardon, Die Oma ist tot. Sag mal, Mettmann, weil er letztens nicht gesehen habe, hat nicht mehr so ganz am Niveau festgehalten von den alten Filmen. Aber es sind halt Kultsachen. Der hat immer Kultsachen erschaffen, ob es Filme oder irgendwelche Sendungen waren, ne? Ja, der ist so ein bisschen in die Fußstapfen von Loriot getreten, finde ich. Genau, ja, stimmt. Ja, genau, jetzt wo du es sagst, ja. Aber ich finde es heutzutage, das gab es wahrscheinlich damals auch schon, interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon auffällig, sage ich mal, dass gerade Komiker oder Leute, die mehr komische Rollen spielen, extrem Probleme mit ihrer Psyche haben. So, ne? Das hast du ja bei Robin Williams hast du das gehabt. Dann hast du das bei Mr. Bean, bei Rowan Atkinson, der hatte auch extrem Depressionen. Jim Carrey, genau. Ja, die Sache bei Habe Kerkeling ist so ein bisschen, dass man da, wenn man sich ein bisschen informiert, wenigstens die Hintergrundinfo hat, warum es vielleicht so ist. Gerade durch den Film jetzt wird es bekannt sein, ja, okay, warum das so ist. Und alleine, dass über einen Komiker schon zwei Filme gemacht wurden, die wirklich auch gut sind, beweist ja eigentlich schon, dass der ein bewegtes Leben hat, ne? Also so oder bewegtes Leben hatte. Und dass es funktioniert, beweist ja auch, welche Größe der Mann eigentlich ist, ne? Also dass man das verfilmen will, was den sozusagen gemacht hat, ne? Also was aus dem wurde. Und wie gesagt, ich kann nur den Film jedem ans Herz legen, der sich vielleicht für den Hintergrund von Harpe Kerkeling interessiert. Weil, ich sag mal, du kannst natürlich auch so gucken, aber natürlich geht es mir natürlich ein bisschen mehr ans Herz, da ich mit dem Uffi gewachsen bin. Und der ist noch, wie gesagt, noch deutlich besser als Ich bin immer weg. Der natürlich schön und ein gutes Gefühl hinterlässt, aber dieser dokumentarische Stil zu weit Platz einnimmt. Und der Film ist mehr so eine Biografie über sein Kinddasein. Und das ist schon krass, was du da siehst. Und damit rechnest du auch, glaube ich, so als Zuschauer erstmal nicht. Also spielt der ganze Film quasi, oder sagen wir mal so, in dem ganzen Film mit Habe Kerkeling nur von dem einen jungen Schauspieler gespielt. Genau, er wird nur von dem einen jungen Schauspieler gespielt. Er zeigt wirklich, glaube ich, nur das Alter 9 bis 11 oder sowas. Also das ist so in etwa müsste das sein. Und es ist wirklich nur eine Junge. Und diese eine, sag ich mal, diese eine Abschnitt seines Lebens, so dieser kurze, der aber, wie gesagt, wahrscheinlich ihn geprägt hat zu dem, was er jetzt geworden ist, weißt du so? Also ich würde mir den auf jeden Fall auch angucken. Ich habe es erstmal gelassen, weil es von der Sache ja nicht so viele Punkte bringt, wenn wir alle Filme komplett zusammen gucken, ja, sozusagen. Ja, ja. So, ne? Also ist immer ganz gut, wenn wir Filme auch einzeln sehen irgendwie. Ja, deswegen ist es ja auch so, dass wir halt vom anderen halt sozusagen eine Empfehlung kriegen. Ne? Also ja, genau. Sinn der Sache. Ja. Und ich kann dir die Empfehlung nur geben und kann auch jedem den Film ans Herz legen, der mal wirklich einen Film mit ernster Thematik sehen will, mit einer ernsten Vergangenheit, aber nicht runtergezogen werden will als Zuschauer halt. Ne? Was mal einen ganz frischen Wind reingebracht hat. Also klingt auf jeden Fall extrem interessant. Ich habe es leider bisher immer noch nicht geschafft, bin da mal weg zu gucken. Den habe ich auch schon ewig auf meiner Liste. Habe ich auch noch nicht geschafft, aber werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Werde ich mal einen Habe Kerkeling-Abend einschieben. Ja, die kann man sich gut, glaube ich, beide hintereinander reinziehen, also definitiv.
Dann guck am besten erst, der Junge muss an die frische Luft, dann hast du ihn als Kind und später als Erwachsener. Ja. Funktioniert, glaube ich. Okay, gut, dann hätten wir das auch. Dann kommen wir vielleicht zu einem Film. Also ich würde jetzt zu einem Film kommen, der runterzieht. Den wir auch beide gesehen haben. Und zwar Systemsprenger. Ja. Wow. Also, erstmal ganz kurz angerissen, worum es geht. Ich will auch nicht zu viel spoilern, weil ich glaube, den Film muss man wirklich selber sehen, um komplett zu begreifen, wie der Film einschlägt. Also, ohne das irgendwie großartig vorwegzunehmen, aber der Film hat bei mir auf jeden Fall, hat er eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut, bei mir also, auch. Ja. Ja gut, also worum geht's? Es geht um die 9-jährige Benny mit vollem Namen Bernadette, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die ist ein Problemkind. Also die ist sehr verhaltensauffällig, rastet komplett aus, wurde als Kind, das wird kurz angeschnitten, wurde als Kind so ein bisschen nicht richtig misshandelt. Also ihr wurden halt zum Beispiel Windeln irgendwie ins Gesicht gedrückt und deswegen mag die das überhaupt gar nicht, wenn man ihr ins Gesicht fässt. Und damit wird sie halt auch in der Schule und überall, wenn sie halt mit anderen Kindern irgendwie zu tun hat, wird sie halt ständig aufgezogen, flippt komplett aus, beleidigt alles und jeden und wird deswegen von einer Institution zur anderen geschoben und ist halt eben nicht vermittelbar. Ihre eigene Mutter hat ihr eigenes Kind eigentlich auch schon aufgegeben, würde ich jetzt mal sagen. Also eigentlich so abgeschoben. Und die einzelnen Behörden, unter anderem halt das Jugendamt und andere, probieren halt irgendwie dieses Kind wieder auf einen geraden Weg zu bringen und zum Beispiel eine Gastfamilie unterzubringen oder generell erstmal irgendwie in die Schule zu bekommen. Aber kriegen sie halt nicht hin, weil das Kind halt so sozusagen so vorbelastet ist vom Ruf her, dass keiner die mehr haben will. Darum geht der Film. Und im Laufe des Films, oder sagen wir mal im ersten Drittel schon, bekommt sie dann den Micha an die Seite gestellt, der eigentlich nur dafür sorgen soll, dass sie halt zur Schule geht. Und er geht halt mit und überwacht das Ganze und bringt sie halt wieder zurück. Das ist eigentlich sein Job. Er kümmert sich aber so gut um sie, dass sie da mehr reininterpretiert und gerne mehr wollen würde, so, ne? Also sie möchte ihn eigentlich mehr oder weniger als Vaterfigur haben und das ist halt sozusagen die Grundproblematik an der ganzen Sache. Genau, weil der immer heißt, dass man emotionalen Abstand halten soll und was wahrscheinlich leichter gesagt ist als getan. Was ich noch habe als Randnotiz, zeigt mir aufgeschrieben, dass er eigentlich ein Anti-Aggressionstrainer ist, ne? Der eigentlich so mit Jugendlichen eher zu tun hat. Ja, genau, ja. Die wollen ja dann in den Wald, ne? Für 3 Wochen und genau. Um das irgendwie in Ruhe zu handeln. Und die halten ja eigentlich nichts davon, die von der Einrichtung, glaube ich, war doch so, war. Die haben nichts davon so richtig gehalten, glaube ich. Das ist ein bisschen belächelt. Das ist sowieso ganz kurios. Also. Wie gesagt, es geht ja darum, dass keine Institution und kein Weg irgendwie mehr hilft. Und er kommt dann damit um die Ecke, dass er halt mit Jugendlichen eigentlich mal in den Wald fährt und 3 Wochen damit den verbringt. So in kompletter Ruhe, ohne Strom, ohne Fernsehen, ohne Handy, ohne das gar nichts. Genau. So, ne? Und komischerweise in der ganzen Debatte vorher wird dann schon eingebracht, ob sie nicht nach Afrika verfrachtet wird. Ja. So, ne? Und da wird schon gesagt, nee, dafür ist sie noch zu jung. Die strengsten Eltern der Welt. Ja, so in etwa. Also, das Krasse ist, in dem Film wird wirklich sehr, also wirklich extrem realistisch gezeigt, wie das mit so einem Systemsprenger, wie die Kinder ja nun mal genannt werden, wie mit denen umgegangen wird und was so die einzelnen Schritte sozusagen sind, die unternommen werden, um dieses Kind irgendwie wieder einzugliedern. Das Interessante dabei ist für mich zum Beispiel, die Frau von einem sehr guten Freund von mir, die arbeitet genau in so einer Stelle, wo sie sich halt um Problemkinder oder verhaltensauffällige Kinder kümmert. Und mit der habe ich so ein bisschen gesprochen und die auch ein bisschen befragt dazu und sie um ihre Meinung gebeten, weil sie den Film kurz vorher auch schon gesehen hatte. Und sie meinte, der Film spiegelt halt wirklich extrem realistisch wider, was wirklich so ist, also jetzt in der Realität. Und gerade dieses Problem mit der, dass man die Kinder nicht so nah an sich ranlassen soll, dass man halt unbefangen bleibt, gibt's immer wieder. Das Problem hatte sie selbst auch schon. Sie ist jetzt noch nicht Ewigkeiten dabei und gerade so einer ihrer ersten Fälle, da war sie halt auch extrem emotional drin und war dann auch extrem dankbar, als das Kind dann doch irgendwie am Ende vermittelt werden konnte, dass sie nicht ein bisschen Kontakt mehr zu dem Kind hatte, so, ne? Weil das hat die irre gemacht, ja, so, klar. Ne? Dieser ganze Werdegang. Und das Problem taucht ständig auf. Also es gibt's immer wieder. Das Schlimme ist ja, das siehst du ja auch im Film, finde ich, dass
Klar, also irgendwie hast du die Gefahr, umso mehr du Erfolge siehst vielleicht auch oder Sachen, die erfolgsversprechend sind für den Aggressionsbewältiger, sage ich mal, umso mehr ist auch die Gefahr, dass das Kind halt emotional gebunden werden will an denjenigen halt, ne? Na genau, Und ja. das ist halt das Problem an dem ganzen Film, glaube ich auch, weil immer, deswegen kann sich auch nicht so richtig so ein Gefühl von Hoffnung breit machen, weil immer, wenn Hoffnung aufschlägt oder du denkst so, ah, jetzt da, guck mal, die wird ein bisschen ruhiger und hier und da, kommt halt dieses Ding, dass die emotionale Verbundenheit zu groß ist und dann bremst der ganze Film dich wieder ab so und zieht dich wieder Genau. runter halt, ne? Also da wird nichts verschönt, es wird knallhart, da sind Sätze gefallen, auch von der Kleinen, wo ich echt schlucken musste. Also Also ich auch, ja, auf jeden ich kann Fall. jetzt mal kurz einen Satz wenigstens sagen, und zwar war es so gewesen, dass sie ja meinte, ich will, dass du mein Vater bist oder mein Papa bist, so mal, um es blöd auszudrücken jetzt mal. Er meinte, es geht nicht, ich hab ein Kind und ein Kind und eine Frau, und sie meinte, ja, und was ist, wenn ich dein Kind und deine Frau umbringe halt, ne? Dann Ja. wäre er ja alleine und nur für sie da, so. Das sind halt Sachen, die sind halt, du denkst dir so, wow, what the fuck, Alter, was labert die da? Aber das ist halt völlig unüberlegt. Die denkt gar nicht in dem Rahmen, wie normal denkender Mensch Ja, so, genau. ne, denken würde. Aber das bringt dich als Zuschauer wirklich da zum Verzweifeln auch, ne? Also. Das Schlimme ist halt, dass man in dem Film immer wieder Stellen hat, wo man merkt, okay, dieses Mädchen hat eigentlich ein richtig großes Herz, so, ne, und will ja eigentlich nur geliebt werden. So, die Ja. braucht ja eigentlich nur irgendjemanden, der sie mal annimmt, so, und sie nicht gleich bei der kleinsten Sache oder wenn sie wirklich mal wieder ausflippt, gleich wieder wegstößt, so, ne. Ja. Das Problem ist aber, dass natürlich so ein, ich sag mal, Sachbearbeiter oder so ein Zuständiger von der Behörde, der kann das ja gar nicht. Der kann ihn natürlich erstmal auf ein gewisses Level runterholen. Und das Mädchen ist natürlich auch extrem dankbar dafür, dass sie mal ein bisschen runterkommt und entspannt und tralala. Aber dann ist auch Sense, so, ne? Und dann muss der Bearbeiter natürlich dann wieder einen Riegel vorschieben, wodurch das Mädel natürlich gleich wieder Genau, ausflippt. das So, ist das ist ein genau, Teufelskreis. das ist der Teufels, ich wollte gerade sagen, das ist der Teufelskreis, wo man mal darüber diskutieren könnte, ist was erfolgsversprechend etc., ne? Weil, wie du schon sagst, bis zu einer gewissen Ebene kann der das Kind runterholen, dann muss er sich wieder verlassen und dann fühlt sie sich wieder weggestoßen, Genau, und ja. ja, das ist halt echt übel, weil im Endeffekt kommt es ja bloß wieder zu irgendjemand Fremdes, der mit ihr ja gar nichts zu schaffen hat, ne? Und derjenige hat sie nicht runtergeholt, weißt du so? Also, die wird in irgendeine Familie gesteckt und die Familie hat nicht dafür gesorgt, dass sie runterkommt oder sowas, Naja, weißt du? genau. Das ist halt mal eine ganz schwierige Situation, was du jetzt gesagt hattest mit, dass sie ja eigentlich ein fürsorgliches, liebes Mädchen eigentlich ist aus. Merkt man auch, wo sie einfach nach Hause geht, alleine, ne? Sie bricht da ja irgendwie aus diesem Verein da. Geht nach Hause zu ihren Geschwistern und die sind alleine und sorgt ja auch dafür, dass die Geschwister nicht alleine Horrorfilme gucken, schaltet um auf Kinderprogramm, macht denen was zu essen, auch wenn es jetzt bloß so Pillepalle ist, aber ist halt eben so, ne? Die ist fürsorglich für ihre Geschwister. Sobald aber ihre Mutter nach Hause kommt mit dem Freund, der überhaupt gar kein Verständnis dafür aufbringt oder so, ne? Und den sie überhaupt nicht leiden kann und von dem sich die Mutter schon längst hätte trennen sollen, weil es einfach pures Gift für sie ist, rastet die komplett aus, schlägt ihre Mutter, glaube ich, mit einer Vase, und das ist, also Genau, es ja. ist richtig bitter, wie von einer Sekunde auf die andere ein Umschwung stattfindet. Also völliger Wahnsinn, und ich würde verzweifeln, ich würde auch verzweifeln. Manchmal kann ich, du denkst mal, die Mutter ist blöde, doofe, und das ist nicht alt, weißt du, Ja. weil die sich so weg. Aber ganz ehrlich, ich bin da ganz ehrlich, ich habe da Verständnis für, ey, weil ich könnte damit auch nicht umgehen. Also, was heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt mein Kind wegstoßen würde oder sowas, aber ich kann verstehen, dass du als Elternteil an deine Grenzen kommst halt, ne? Also. Das Problem, was ich hier natürlich sehe, ist, in dem Film wird natürlich, wie ich schon gesagt habe, angeschnitten, dass die Benny halt im Kindesalter oder in einem jüngeren Alter ja schon Sachen erfahren hat, die sie eigentlich gar nicht erfahren durfte. Ja. Also die Mutter hat ja scheinbar vorher schon versagt, vielleicht nicht sogar der Freund Ich so. gehe da, das war meine These gewesen, dass der Freund es war. Also irgendwie mit den Windeln, oder? Also die Mutter war es nicht, oder? Ich Also, weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht weil mehr, zu der Mutter also. ist er ja trotzdem eigentlich lieb, Ja, so. sie will ja Ne? unbedingt wieder Ja, zu ihrer Mutter genau. zurück, ja. Also meine These war halt, dass der Mann war, was ja auch logisch wäre, dass sie so eine Abscheu dann gegen ihn hat oder so, weißt du so? Ja, aber naja, gut, dann. Also mich hat's extrem aufgeregt, dass die Mutter halt von diesem Typen da nicht wegkommt, Ja. der einen Riesenanteil daran hat, dass die halt nun mal so ist, wie sie ist, so, Absolut, ne? klar. Und das sagt ihr ja auch die eine Betreuerin, mit der sie da eigentlich so mit am meisten auch zu tun hat, neben dem Micha. Der sagt ja auch zu der Mutter, das, was sie machen,
also sie sind das die Vorbildfunktion für ihre Tochter so. Und wenn sie jetzt hier wegrennen, so, dann ist hier Game Over, dann ist Schicht im Schacht hier so. Klar, das ist falsch, das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Die wird keinen Mutter des Jahrespreis gewinnen. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem bis zu einem gewissen Grad verstehen, wenn Eltern völlig verzweifelt sind und an ihre Grenzen ankommen halt. Ne? Also, ja, definitiv. Sagen, ne? Auf jeden Fall. Also ab dem Punkt, wo die Benny ja dann nun mal so ist, wie sie ist, so, ne, und ausrastet, ausflippt und jeden beleidigt, würde ich als Vater dann auch denken, um Gottes Willen, was ist denn bitte? Aber der Weg dahin spielt ja immer eine Rolle. So, ne? Man weiß nicht ganz genau, woher, vielleicht kommt es auch von dem leiblichen Vater oder so, dass der da was gemacht hat. Oder man weiß es nicht. Das wird so ein bisschen, würde halt nur kurz einschütten und ja nicht so ausführlich da irgendwie. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Szene, die du gerade beschrieben hast, dass sie per Anhalter nach Hause fährt, kommt in die Wohnung. Und da ist ja keiner. Also sie hat ja zwei Geschwister, die auch noch Kleinkinder sind. Und die hocken alleine in dieser Wohnung und gucken Horrorfilme. Das sagt ja schon mal einiges über die Mutter aus. Das stimmt so. Allerdings. Und gleichzeitig wird aber auch gezeigt, dass die Benny eine extrem fürsorgliche Person ist, weil sie sich ja sofort darum kümmert, dass sie halt keine Horrorfilme gucken und Essen macht. So, ne? Wobei ich natürlich sagen muss, gut, es waren noch andere Zeiten, aber selbst du und auch Icke, wir waren auch im Kindesalter öfter mal allein zu Hause. Ja. Ich meine, jetzt muss man so, also die Zeiten waren natürlich andere, die Eltern waren arbeiten, da war das irgendwie noch nicht so, das ganze System noch nicht so, dass Kinder allein zu Hause, oh mein Gott, war da. Ne? Heute sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wobei ich glaube, sind ja zwei Geschwister und eins war 3 Jahre alt oder so. Ja, also ich glaube, in dem Alter war ich nicht alleine. Ich glaube, bei mir fing es so an mit 7, 8, dass ich ja mal alleine zu Hause war, glaube ich so. Ja, ja. Das kann schon so hinhauen. Ich verstehe absolut, was du meinst, bin auch voll auf deiner Seite. Ich wollte halt, wie gesagt, bloß sagen, dass ich, glaube ich, schon nachvollziehen kann, wenn man an seine Grenzen kommt. Aber man darf es natürlich trotzdem irgendwie nicht aufgeben. Man darf sein eigenes Kind nicht aufgeben. Ja, eben. Also wenn mein Kind anfängt, hier kriminell zu werden und irgendjemanden vergewaltigt auf der Straße, dann ist es nicht mehr mein Kind. Dann gebe ich mein Kind auf, weißt du so? Ganz ehrlich, aber da, wenn es einfach durch so ein Trauma halt, ne, was wahrscheinlich noch selbst verschuldet ist oder sowas, dann darf ich mein Kind natürlich nicht aufgeben, egal wie schwer es ist. Ja. Ja, Benny wird gespielt von Helena Zengel. Abriss. Also, purer Abriss. Ich hab dir es ja schon im Voraus gesagt, weil du hast den ja auf meine Empfehlung dann auch geguckt. Und hab dir ja gesagt, dass ich finde, ich habe keinen vergleichbaren Kinderdarsteller gesehen, der so spielt wie dieses Mädchen. Also ich kann mir beim besten Willen keinen Film aus dem Finger ziehen, wo ein Kind so spielt. Also, ja, auf jeden Fall, ja. Also das war wirklich auch das Krasseste. Und da nehme ich auch komplett Hollywood und bla bla mit rein. Also das war die krasseste Kinderdarstellerleistung, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Ja, da sind wir, glaube ich, denke ich, komplett einer Meinung, weil, wie gesagt, so eine Abrissleistung habe ich noch nie gesehen. Ich gehe für mich persönlich auch nochmal einen Schritt weiter. Für mich ist das der beste Film, also der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe, weil der so einen extremen Impact hatte, als ich hier gesessen habe. Der hatte wirklich, also so eine Wirkung hatte noch nie ein deutscher Film auf mich, dass ich hier sitze und denke so, oh mein Gott, Alter, was passiert hier gerade? Ja. Und ich musste, das hört sich jetzt wahrscheinlich für die harten Kerle da draußen ein bisschen blöd an, aber ich musste echt an ein, zwei Stellen wirklich mit den Tränen kämpfen, weil das so emotional war. Das hat bei dir schon was zu bedeuten, Alter. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, da ist halt dieser Micha mit der Benny in dem Wald und sie flippt dann halt mal wieder aus so und er geht dann mit ihr aber auf so eine Lichtung und meint so, ja, hast du schon mal irgendwie geschrien, einfach nur in den Wald geschrien, so, ne? Und er macht es dann vor, indem er ihren Namen schreit, also er schreit dann Benny in den Wald rein und dann meint er so, ja, jetzt mach du mal. Und dann schreit die einfach mal 6, 7, 8 Mal Mama in diesen Wald rein und das ist, also wirklich, wo ich das gesehen habe, dachte ich so, Alter, das ist so bitterböse, weil erstmal natürlich, dass die Mama schreit und dann wie dieses Mädel das spielt, also so mit so einer extremen Verzweiflung und Angst und dann fängt sie dabei noch an zu weinen und schreit immer weiter, das ist so bitterböse, fand ich. Das ist auf jeden Fall böse. Kleiner Funfact nebenbei, ich kenne Herrn Becker ja nun schon 20 Jahre und ihr müsst dazu wissen, ich bin so der größere Stämmigere von uns beiden und bin aber auch emotional auf jeden Fall näher am Wasser gebaut. als Herr Becker, der eigentlich so gut wie nie weint. Also ich glaube, habe ich vielleicht einmal mal irgendeine Träne gesehen, vielleicht in den 20 Jahren. Und ich bin eher so der Typ, der auch bei Filmen öfter mal schon ein Tränchen rausdrückt. Also wenn jetzt wirklich Systemsprenger dafür gesorgt hat, dass da wirklich glasige Augen entstehen, dann muss das Ding halt schon Zündstoff gewesen sein. Auf jeden Fall. Also für mich ganz klar eine Empfehlung. Den Film, finde ich, wenn man sich mal deutsche Filme anguckt, gehört er zum
must do, also den muss man dann gesehen haben. Also definitiv. Oberste Riege, Entschuldigung, habe ich unterbrochen? Was ich noch besprechen wollte, ganz kurz dazu, war das Ende. Was sagst du denn zu dem Ende? Was interpretierst du da rein? Also, das geht jetzt wahrscheinlich gar nicht ohne zu spoilern, aber das Ende ist halt, sie springt in die Luft, dann ist Standbild und dann siehst du, wie das Bild wie eine Glasscheibe so Sprünge kriegt, so, ne? Und sie ist mit einem Lächeln im Gesicht, so, ne? Genau. Während sie wegrennt. Das Dumme ist, ich habe mir das Ende zweimal angeguckt, weil ich dachte, nee, das kann es nicht gewesen sein, denn sie läuft auf einer Erhöhung auf einem Flughafen lang, so, ne? Und neben ihr ist Geländer, so, ne? Und ich dachte erst so, weil sie rennt ganz kurz hoch, wie so eine Schräge hoch und springt dann und dann ist das Standbild. Und dachte ich so, ist die jetzt da oben runtergesprungen? Das war für mich erstmal so. Genau, das denken viele so, dass die da runtergesprungen ist und das fand ich halt von vornherein irgendwie nicht so. Und für mich war es abruptes Ende, das war das einzige kleine Negativpunkt, der aber überhaupt nicht ins Gewicht fällt, also überhaupt nicht den Film an der Qualität schadet. Aber ich interpretiere da im Nachhinein, wenn ich ein paar Tage drüber nachgedacht habe, denke ich einfach, dass es die Auswegslosigkeit sozusagen repräsentiert. Das heißt, dass dir gezeigt wird, da gibt es halt irgendwie keinen Ausweg aus der ganzen Situation. Naja. Weil immer sie sich dagegen sträubt. Also irgendwie hast du ja auch den ganzen Film lang das Gefühl, du kommst nicht vorwärts, weißt du so? Mhm. Denn jeder Schritt, den die vorwärts macht, machst du 3 wieder zurück. Ja. Und ich glaube, das Ende für mich persönlich stellt es auch so dar, dass du halt wirklich vielleicht einfach da ein Kind hast, dem irgendwie nicht zu helfen ist. Weißt du so? Also ein bisschen. Jedenfalls nicht mit den Mitteln, die wir scheinbar hier in Deutschland haben. Genau. So. Also weil sie ja natürlich am Flughafen ist, damit sie nach Afrika gebracht wird. Ja, das will sie natürlich nicht. Wobei ich mich immer frage, also mach mich da schlauer, du hast ja mit der geredet, hast es vielleicht auch angesprochen, was ändert die Situation daran, wenn die in Afrika rumhammelt? Also ich meine. Weil sie halt von allem abgeschottet ist und dann wird ja in dem Film auch erklärt, sie ist dann auf so einem, wie so ein Bauernhof oder irgendwas und da ist sie halt von allem weg. Also sie ist von ihrer Mutter weg, da gibt's ja auch keinen, also nicht die kleinste Möglichkeit, dass sie sich wieder per Anhalter dahin fahren lässt zum Beispiel. Ja, ja. Und sie ist wirklich nur sozusagen auf sich. So, aber ich denke mir dann halt immer so, kommt man dann nicht wieder auf das, was die ganze Zeit der Film dir zeigt, dass du halt, sag ich mal, dann ist die in Afrika für ein paar Wochen, so, ja, kriegt sich ein und wird wieder zurück nach Deutschland verschleppt und fängt wieder von vorne an. Genau, weil wieder aus der Umgebung gerissen wird. Also da kann man sich tot diskutieren, glaube ich, weil man sich immer irgendwie im Kreis dreht, so ein bisschen halt. Auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, eine Empfehlung von uns beiden, hoch emotional, extrem krass gespielt, ja, einfach angucken, ne? Ja, man muss sich darauf auch ein Stück weit auch einlassen und wissen, was da auf einen zukommt, so, ne? Ja. Also, ein, zwei Stellen sind vielleicht auch ein bisschen zum Lachen, so, ne? Weil die so ein bisschen abstrakt sind. Ja. aber an sich ist der Film halt ein richtiger Schlag in die Fresse, finde ich. Gibt's auf Netflix zu sehen, seit Ende Februar, glaube ich. Mhm. Demnächst kommt auch ein Film raus, der heißt Pelikan Blut heißt der thematisch irgendwie ähnlich ist. Trailer gesehen, sieht auch ganz gut aus. Teilweise sagen die Kritiken, der ist sogar noch krasser. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also wenn es noch krasser ist, dann überlebe ich den Film nicht. Aber ich werde mir angucken und werde dann mal, da können wir später vielleicht nochmal diskutieren, wenn wir gesehen haben und ein bisschen Vergleich ziehen aus der ganzen Sache, ne? Ja, und die Helena Zengel, die ja die Benny spielt, die, also das war ihre zweite Hauptrolle, der Film, was schon extrem beachtlich ist. Die hat davor einen Film gespielt, Die Tochter, ist auch ein Drama. Da geht es irgendwie um ein Pärchen, was nach Jahren wieder zusammenkommt und das findet die Tochter gar nicht so geil. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch angucken, weil bin schon so ein kleiner Fan geworden, muss ich mal sagen, von diesem kleinen Mädel. Also schon übel. Und sozusagen als Belohnung für die krasse Darstellung, hat sich jetzt angefangen mit Tom Hanks zu drehen in News of the World. Wurde jetzt natürlich abgebrochen, der Dreh, aus Gründen. Aber soweit hat es auf jeden Fall schon mal geschafft. Also riesen Respekt von mir. Und der Film wurde gefördert. Und zwar von Hamburg, also sprich auf Bundesländerebene. Und die haben die Kohle sogar wieder zurückgezahlt. Das ist beachtlich. Ja, also nicht schlecht da. Und Silbern in Bern hat er, glaube ich, gewonnen. Der wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganze Menge Preise abgesandt haben. Ja, aber der silberne Bär war so das Größte. Ja. Gut. Dann kommen wir gleich zum zum nächsten Genickbrecher. Ja, genau, zum nächsten Genickbrecher, ja. Und zwar haben wir noch gesehen, nur eine Frau haben wir gesehen. Ganz kurz zur Handlung. Tja, was ist die Handlung? Es hat einen Fall gegeben, 2005, ist nach einer wahren Begebenheit.
wo eine junge Türkin, die in Berlin gewohnt hat, von ihren Brüdern bzw. von einem Bruder aus Ehrenmord 3 Kopfschüsse bekommen hat und getötet wurde an einer Bushaltestelle. Und weil diese Frau namens Hatun Anür Sürücü, tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche, aber... Im Film Aynur. Bitte? Im Film heißt er Aynur, da wird er ja nur Aynur genannt. Ja, ja, ich wollte jetzt aber die ganzen Namen mal so sagen. Genau, sie wird Aynur genannt, gespielt von Almila Bakryacic. Oh, mit den Namen habe ich es nicht so, mit türkischen Namen oder tschechischen oder polnischen, es tut mir leid. Die man bestimmt aus 4 Blocks kennt, die dort die Frau von Latif gespielt hat, also von Massiv. Sie wurde 2005 zwangsverheiratet, wurde schwanger und hat sich dann getrennt irgendwann oder den Schritt gefasst, sich zu trennen wegen Handgreiflichkeit. Und ihre Familie hat es überhaupt nicht gut geheißen. Die sind ja sehr darauf bezogen, ne? Zwangsheirat, den Mann auszuwählen. Und halt extrem traditionell. Die extrem traditionelle Art davon. Der Bruder meinte zum Beispiel, ja, dein Mann schlägt dich nur aus Liebe. Genau, das sind schon mal so Sachen. Also ich kann mir auch vorstellen, viele werden dann, ja, so ist es bestimmt gar nicht. Und aber der Film ist so realistisch gestaltet, dass ich glaube, da ist wirklich sehr vieles daran realistisch umgesetzt worden. Ne? Dieses Thema ist schon öfter in der Kritik, wurde danach noch schlimmer. Worauf ich hinaus wollte aber eigentlich ist, dass sie... sich trennt und danach gewisse Schritte einleitet, kein Kopftuch mehr trägt, tanzen geht, ausgeht, vielleicht auch ein paar Liebschaften hat, also einfach sich gegen das Ganze so auflehnt, ne, durch diese ganze Tradition, die pflegen, und macht eine Lehre zur Elektroinstallateurin, was ja auch schon mal so ein Ding ist, ne, also... das ist halt 180 Grad genau, komplett dagegen. Genau, 180 Grad gedreht, wird jetzt auch wahrscheinlich, sag ich mal, in irgendwelchen stupiden Kreisen als Männerberuf angesehen, was nochmal eine zusätzliche Schippe drauflegt. Und die Brüder darauf sie verstoßen, die Eltern aus der Wohnung schmeißen. Es ist ganz harter Tobak, das mit anzusehen, wie es wahrscheinlich abgelaufen sein wird. Danach kriegt sie ständig Anrufe, wird bedroht, lässt sich davon nicht unterkriegen, wirkt sehr stark, ja, als Person, ein sehr starker Charakter. Lässt sich davon nicht unterkriegen, hat einen deutschen Freund nachher, der aber nicht lange bei ihr bleibt, weil er es nicht aushält, weil sie auch nicht zur Polizei will, weil sie eigentlich ihre Familie auch liebt. Ne? Also sie. Und da ist sie so stark, wie sie auch wirkt, so naiv ist sie leider Gottes dann auch so. Absolut. Also sie hält ja immer noch daran fest, dass sie irgendwann ihre Familie davon überzeugt bekommt, dass die damit leben können, wie sie ihr Leben gestaltet. Gar keine Frage. Also ja, also naiv, sage ich mal, in dem Punkt. Ich meine, klar, es ist immer schwer, seine Familie da irgendwie ins Auszustellen sozusagen, ne? Aber bei so einen harten, tja, ist ja gerade ein Blackout. harten Maßnahmen? Bei so einen harten Maßnahmen, die ja... von sich geben, ne, und was die da alles in Kraft setzen, um die zu verunsichern und fertig zu machen, ist es natürlich so, dass sie auch damit hätte rechnen müssen, was das noch viel schlimmer auslaufen kann. Das ist natürlich falsch, einer toten Person, wie hat das alles in Wirklichkeit passiert, einer toten Person da im Nachhinein Vorwürfe zu machen. Ich meine, das ist mal leicht gesagt, ne? Ja, definitiv. Was der Film an sich erstmal, ich meine, vielleicht ist ja vielen die Story bekannt, aber was der Film erstmal absolut bewundernswert macht und was ich absolut krass finde, der ist so ehrlich, ja, und so hart in seiner Inszenierung, finde ich, ne, also das heißt, der ist so abgründig gedreht, gespielt, dass du eigentlich mit dem Risiko spielst, dass irgendeine hässliche Nazi-Fresse ja, genau, das ist sagen könnte, ja, guck dir doch an, die Türken, die Kanaken, so sind sie eben, weißt du, so, bla bla, also die könnten in der Gefahr laufen, dass irgend so ein Type, der nicht Besseres zu tun hat und irgendwelche Hitler-Poster zu Hause hängen hat, sagt, ja, aber ich hab's doch immer gewusst. So, weißt du so? Oder halt wirklich die krass traditionalistischen Islamangehörigen, ja, genau. So, oder... Verärgert oder... Genau, genau. Also die kriegen's theoretisch von beiden Seiten. Genau. So. Finde ich ganz klasse, ganz mutig. Finde ich toll, dass sowas gemacht wurde. Es hätte auch alles ein bisschen... sag ich mal, abgedämpft werden können oder weicher dargestellt werden können, aber es hat die volle Breitseite, finde ich. Ich erinnere da mal zum Beispiel, nur um mal so ein bisschen die Fallhöhe zu klären, die Sibel Kekeli, die hat ja bei Game of Thrones mitgespielt und die, wie heißt sie denn, die Freundin von Tyrion, und die wird ja das öfter mal nackt gezeigt.
die hat einen Shitstorm abbekommen. Ja. Übelst. Also, und nicht von deutschen Leuten, sondern halt von ihrer eigenen, von ihren eigenen Landsleuten, wie sie das machen kann, und das ist ja nicht ihrem Glauben entsprechend, etc. pp. So, ne? Und die hat sich nur, in Anführungsstrichen, nackt gezeigt. Ja, und ich will gar nicht wissen, was der... die hat doch Pornos gedreht. Ach stimmt, ja, vorher. Ja, gut. Aber ja, jedenfalls in dem Film geht es, glaube ich, denke ich, nochmal eine Schippe härter zu, weil die ja theoretisch zeigen, wie schräg und wie schief einfach dieser Glaube interpretiert werden kann, so, ne? Oder wie mittelalterlich das Ganze auch ablaufen kann. Genau, so. Also man muss dazu sagen, auch wenn man sich dann selber hier Feinde macht, aber ich bin halt auch ein Mensch, der gar nichts davon hält, ne? Also wirklich von dieser Zwangsheirat und die Menschen sowieso unterdrücken, ja, ich finde halt, dass dort Frauen, wenn die halt wirklich an diesem Glauben extrem festhalten, einfach nur Menschen zweiter Klasse sind. Sind sie auch, so wird sie auch dargestellt. Genau, ja. das kann für mich als normal denkender Mensch einfach nicht funktionieren. Und was das Ganze noch noch den Hut aufsetzt sozusagen ist, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber der eine Bruder, der die umgebracht hat, in Wirklichkeit jetzt, der hat sich darum beworben, die Rolle auch zu spielen in dem Film. Echt? Ja, und das heißt, die haben auch keine Reue, ne? Also die bereuen es auch nicht, die sehen es als selbstverständlich an, dass es so geregelt wird, ne? Und da wird auch oft gezeigt, dass die in Moscheen... Der Bruder wird übrigens auch von einem von 4 Blocks gespielt. Genau, nämlich den kleinen Abgebrochenen, der da im Park eigentlich Drogen dealt. Genau. Es wird ja auch gezeigt, dass die sich in Moscheen sozusagen so fast schon Ratschläge holen, was sie da machen sollen und sowas. Ja. Ne? Und ich finde, wenn das in die Richtung, in die Kerbe schlägt, Gottes Willen, soll jeder seine Religion ausleben, etc. Und soll jeder glauben an, was er will. Ja, da habe ich gar nichts gegen. Ich meine, ich bin jetzt nicht übelst der gläubige Mensch, das gebe ich auch mal offen zu. Aber ich verurteile auch niemanden, der irgendwie in so eine Glaubensrichtung, wenn ihm das hilft im Leben, ist das alles in Ordnung. Aber sobald dafür Menschen sterben müssen, aus diversen Gründen, ja, die für mich nicht akzeptabel sind, dann hört es halt einfach auch auf. Ne? Du bist ja nicht nur sterben. Ich meine, das war jetzt wirklich ein Extrembeispiel mit diesem Ehrenmord. Es ist nicht mal nur ein Extrembeispiel, weil danach wurden 7 weitere Fälle von Ehrenmord sind vor Gericht gekommen. Ne? Also ich meine, es ist kein Einzelfall. Ich will es ja nicht relativieren. Ja, ja. Mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dass es ja auch andere Fälle gibt, wo in Anführungsstrichen die Frauen halt nur behandelt werden wie ein Stück Scheiße. Ja. So, ne? Und das geht schon zu weit. Viel zu weit. Absolut. Also es geht halt wirklich in dem Film darum zu zeigen, wie weit so eine Religion oder wie weit, sage ich mal, so ein Glaube oder so eine Tradition gehen kann. Und ich glaube, da hat der Film wirklich die äußerste Grenze erreicht. Ja. Dass es dann halt auch noch auf einer wahren Begebenheit, sage ich mal, basiert, macht das Ganze noch viel schlimmer halt einfach. Ne? Also ich finde es halt auch, die Aufmachung von dem Film ist halt extrem interessant gemacht, weil die 1 Uhr erzählt den Film sozusagen. Also sie selber erzählt, wie sie oder wie der Weg dahin ist, dass sie umgebracht wird. Also und dann, so als Tote, also so als gestorbene Person genau, schon. Ja. Ne? Und sie erzählt dann auch am Ende, wie dann die Gerichtsverhandlung ablief, was aus den Beschuldigten, also den Mörder und den Brüdern etc., was aus denen geworden ist. Die sind dann wieder ab in die Türkei geflohen und so. Dann wird auch gesagt, dass bei einigen Leuten nicht so ganz klar ist, ob sie da gelogen haben oder halt eben nicht. Also da wird schon offen auch damit umgegangen, dass einige Sachen nicht bewiesen werden konnten und dass nicht alles 100% in Stein gemeißelt war, so. Aber dass ihr Bruder sie nun mal erschossen hat, das steht nun mal, das ist Fakt, so, ne? Gegen Ende des Films wird ja auch gezeigt, dass der Bruder, der nun schlussendlich sie ermordet hat, so ein Kind, also so ein Kind, Jugendliche, also seine neue Freundin, denn sozusagen auch in diesen Strudel mit reinzieht und ja, genau. Danach auch mit der Angst zu tun bekommt, halt einfach, ne, weil die auch offen darüber reden, dass sie die erschossen haben und sowas. Das Gute daran finde ich aber, dass genau dieses Mädel ja natürlich auch eine Mutter hat, so, ja, ja. Und die ist halt eben nicht so. Also, genau. Da wird genau das Gegenteil gezeigt, wie es eigentlich auch laufen sollte, weil die schreibt ihrer Tochter ja nicht vor, von wegen tragt ein Kopftuch, bla bla bla, tralala, weil das Mädel kommt natürlich irgendwann in der Firma ihrer Mutter an, mit einem Kopftuch und die Mutter fragt so, was ist denn mit dir nicht richtig, was ist denn los mit dir? Na, ich trage das hier, bla bla, tralala, und dann, nee, musst du nicht, wirst du gezwungen, so, ne, das sind ja erstmal die ersten Fragen, so. Ja, die Sache ist halt, natürlich kann man da wahrscheinlich einen riesen Fass aufmachen. Kopftuch hat ja jetzt wahrscheinlich in erster Linie nicht damit zu tun, aber sie hat es ja vorher nicht getragen. Ja, eben, ist ja nur ein Fakt. Ja. Ne? Ich meine, ich habe mich mit türkischen Frauen da halt mit Kopftuch und so und die waren halt ganz normal. Also, weißt du so, ich meine,
natürlich haben die auch immer so eine gewisse Abscheu gegen deutsche Männer und sowas. Also kann man ja nicht bestreiten. Also die sind ja lieber unter sich und so. Wahrscheinlich haben die dann auch ihre eigenen Regeln und sowas. Aber wie gesagt, die müssen nicht immer so extrem ablaufen, wie es halt da ist. Ne? Und das ist halt der Extremfall. Und klar, im Endeffekt ist es gut, dass die Mutter halt ihr das nicht vorgeschrieben hat und dann erstmal stutzig wird, warum sie es jetzt eigentlich macht. Ne? Ja, genau. Und am Ende gibt es bei dem Film eigentlich nur eine positive Sache und die war es dann eigentlich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich die jetzt so sagen, aber wir haben jetzt eigentlich schon den ganzen Film gesagt. Sag ich mal. Und eigentlich ist es ja auch, sag ich mal, kann man ja hier mal spoilern, weil es eigentlich eine wahre Geschichte ist, sollte man es von den Medien vielleicht auch ein bisschen mitbekommen haben. Und zwar ist der einzig positive Aspekt am Ende, dass das Baby nicht der Familie zur Adoption freigegeben wird. Genau. Halt, ne? Ja. Das ist einzig positiv an dem Film, wirklich. Ansonsten ist dieser Film niederschmetternd. Ein Schlag in die Magengrube, finde ich. Der hat mich so mitgenommen. Also wirklich, ich habe mich alle 5 Minuten aufgeregt. Das war wirklich schlimm gewesen, das mit anzusehen. Und warum dafür ein Mensch sterben musste, ist mir einfach unbegreiflich. Wirklich, das ist für mich nicht akzeptabel einfach, ja. Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich kann mich da auch nur anschließen, was du meintest, wegen jeder soll seine Religion ausüben und an Glauben, an was auch immer er will, so. Und von außer mir an Hitler. Ja, von mir aus auch ein kleines Marsmännchen, ist mir völlig egal. Solange damit keinem wehtut, ist es ja völlig Wurst, so, ne. Wenn es ihm besser geht damit, dann ist doch okay, so. Ja. Aber solange er, wenn es dann so weit geht, dass andere Menschen dafür leiden müssen, dann ist der Ofen aus. Also dann ist es halt nicht mehr schön zu reden. Ja, so sieht's aus, weil ich denke mir immer so, du kannst doch dein Leben so leben, wie du willst, aber du musst doch andere Menschen nicht schaden oder schon gar nicht Abscheu gegen andere Menschen haben. Das finde ich halt immer so ein bisschen albern, ne? Also es ist ja auch diese Debatte, die man immer hat und wo wir beide auch, glaube ich, grundprinzipiell offen drüber reden. Wir sind ja Leute, die ziemlich neutral eingestellt sind. Und wir haben auch nichts gegen Ausländer oder was weiß ich, weißt du, aber ich finde es immer schade, dass es doch dann viele gibt, die hier in Deutschland leben und Deutsche überhaupt gar nicht respektieren oder halt auch dieses Land nicht mögen oder sowas, weißt du, so. Ja. Und das wird ja in dem Film auch klar, finde ich persönlich, ne? Also ich meine, die hat ja da nun mal den deutschen Freund, also ist ja egal, könnte auch ein Pole sein wahrscheinlich, ist ja völlig Wurst, aber der hat halt eine Heidenangst vor denen halt, ne? Also ja. Zu Recht, sag ich mal. Ja. Und warum muss es so sein halt, ne? Und da wünscht sich doch jeder eigentlich immer auch in politischer Form miteinander leben, aber wir sind ja auch nicht die Einzigen, die nicht dafür sorgen, dass es nicht klappt. Weißt du, so wie ich meine? Also es gibt in jedem Land leider immer die Sparte, die dafür sorgt, dass Menschen nicht miteinander leben können. Und ja, und das wird hier wirklich deutlich gemacht in dem Film und schlussendlich, wie gesagt, ein totaler Schlag in die Fresse, das Ding. Also was ich halt an der ganzen Materie so extrem spannend finde, ist, wie unterschiedlich Leute, nehmen wir jetzt mal den Koran als Beispiel, wie man den auslegen kann. So, ne? Also, so wie ich es verstanden habe, hat der Koran ja auch nur Leitsätze. Der hat ja keine richtigen, du darfst nur, du musst, blablabla, sowas gibt's da halt nicht. Und wie verschieden das Leute auslegen und danach leben. Da gibt's halt die Normalen, die sich ganz normal mit ihren Mitmenschen, mit denen halt interagieren und normal arbeiten gehen, deutsche Freunde haben, von mir aus auch, weiß ich nicht, polnische, aus allen Ländern, bla, und egal welcher Ethnie, welcher Religion. Dann gibt's welche, die wirklich nur straight mit ihren Leuten Kontakt haben, die halt wirklich auch nur dem Islam irgendwie angehören. Und dann gibt's halt so eine Fälle, wie in dem Film beschrieben, die halt komplett gegen die Wand fahren. Also, so, das ist, ich finde sowas ganz, ganz merkwürdig. Also, wie kann man denn aus einem Buch, also alle lesen das Gleiche und scheinbar gibt es ja 100 verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Und es ist ja nicht nur im Koran so. Ich meine, der Christentum hat auch Sachen hinter sich, also die haben auch Sachen gemacht, also das will man auch nicht schönreden. So, ja, absolut nicht, aber es geht ja nun mal, in dem Film geht's vom Thema geht es nun mal darum, wir wollen ja auch kein übelstes politisches Fass eigentlich bei unseren Sendungen aufmachen, aber wenn der Film nur davon handelt, muss man ja auch ein bisschen drauf eingehen halt, ne, und seine Meinung auch hier auf den Tisch hauen und muss dann auch dazu stehen halt, ne, und das machen wir eben. Und was mir gerade noch eingefallen ist, um mal ein bisschen zurückzuspulen, was halt auch
weil wir es ein bisschen vergessen haben, was ein bisschen klar macht, dass Frauen da wirklich manchmal extrem unterdrückt sind, ja, ist auch dieser Fakt, dass es ja einen dieser Brüder gibt, der diesen Lifestyle ja auch nicht mitlebt halt, ne? Also, genau, aber der haut halt ab. Der haut ab, aber der wird auch nicht übelst fertig gemacht oder irgendwas, weißt du so? Also, weißt du, ich meine, also Männer sind mehr wert anscheinend in dieser Familie gewesen oder sind es immer noch wahrscheinlich und ja, ich sag mal, diese Umstände, die da sowieso herrschen, dass die da halt zu dritt oder viert da in einem Zimmer gehaust haben und weißt du, so das sind ja auch so Sachen, keine Ahnung, muss das wirklich sein? Und dann haben die Schwestern auch kein Verständnis für sie, weil sie hat ein Kind, was plärrt und die müssen Hausaufgaben machen. Der ganze Umstand ist da sehr, sehr schlimm und erdrückend, ne, halt. Und das kommt auch zusätzlich dazu. Ist nicht das Allerschlimmste, weil vielleicht ist ja auch finanzieller Situationen geschuldet oder sowas. Aber trotzdem ist es so, dass die Treppe bis zum Ende des Films immer weiter in Richtung, das ist echt übel, weißt du so, steigt. Wobei das, glaube ich, generell im Islam, so wie ich das mitbekommen habe, da werden generell schon Unterschiede gemacht, was Mann und Frau angeht. Also ich kenne das, ist nur so ein kleines Beispiel, der gute Kumpel, von dem ich auch schon bei Systemsprenger geredet habe, den seine Frau halt da mit den Problemkids arbeitet, der ist arabischer Herkunft. Und also sein Vater ist Araber und seine Mutter ist Deutsch. Und er ist verheiratet mit einer Deutschen. So, ne, also mein Kumpel. Und jedenfalls, die Trauung wurde ganz normal, Standesamt etc. so, ganz normal, wie man es halt klassisch kennt. Er hat aber auch eine Schwester. So, und die ist mit einem Deutschen zusammen. Und für ihre Hochzeit musste, tut mir leid, wenn ich jetzt irgendeinen falschen Begriff reinschmeiße, aber ich glaube, Imam oder so heißt das, der musste halt eingeflogen werden. Und der musste die zumindest einmal diese traditionelle Trauung vollziehen, so, damit das halt religionskonform sozusagen abgeschlossen ist und danach vom Gesetz halt nochmal per Standesamt, so, ne? Also, da werden halt auch so Unterschiede gemacht, ne? Also, da ist es jetzt nicht, dass es irgendjemand wehtut, so, mein Gott, so, dann ist es halt so. Aber es ist halt trotzdem irgendwo ein Unterschied halt, ne? Ich finde es immer beachtlich, ich habe einen Kollegen, der ist Türke und, also, der ist richtig mein Passmann, mit dem arbeite ich jeden Tag. Und deswegen kenne ich ihn da auch schon so ein bisschen. Und der hat mir halt erzählt, der ist halt einmal in der Türkei bis jetzt gewesen. So. Und ist jetzt 41, also lebt halt sein ganzes Leben lang in Deutschland. Und seine Eltern, die sind mit 50, 60, 40 irgendwie sind die hierher gekommen. Haben nicht mehr Deutsch gelernt so richtig und so. Aber waren immer, haben zwar auch ihre Traditionen gehabt und sowas, ne, ganz klar. Also da gibt es immer so Sachen, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Also zum Beispiel meinte er, dass er seinen Vater mit einbalsamieren musste, als der gestorben ist und so. Das ist für uns unvorstellbar. Aber es tut ja auch niemandem weh. Das ist ja, sag mal. Das wird bei VBlogs auch gezeigt, ne? Glaube ich. Kann sein. In der zweiten Staffel. Gerade nicht so auf dem Schirm. Kann sein, weiß ich nicht. Da wird auch so eine islamische Beerdigung da irgendwie gezeigt. So. Was ich noch sagen wollte, ist, dass er aber meinte, seine Eltern haben halt immer zu ihm gesagt, du suchst hier nicht nur türkische Freunde, du suchst hier auch deutsche Freunde. Und das finde ich so respektabel, sowas zu sagen zu seinem Sohn, so, weißt du, so, weil die halt meinten, du lebst hier nun mal in Deutschland, so, weißt du, hier gibt es genug Türken, genug Deutsche, du kannst dich mit allem anfreunden, was es gibt, so, weißt du, so, du musst nicht nur türkische Leute und unter dir sein, so unter dich mit den Leuten und so. Und das fand ich übelst toll, so. Also als ich es gehört habe, fand ich es richtig respektabel, dass da jemand seinem Sohn so eine Werte beibringt halt, ne? Ja. Und ja, damit kann man leben. Ich meine, ich zwinge ja niemanden auf, mit uns hier Zeit zu verbringen, um Gottes Willen. Also ich will jetzt nicht behaupten, ich hätte jetzt hier in meinem Privatleben hier übelst die türkischen Freunde oder sowas, ja. Aber ich glaube, arbeite jeden Tag mit jemandem, mit einem Türken zusammen und ich glaube, würde ich jemanden begegnen, der einfach cool ist und ich mit dem anfreunde, dann ist es eben einfach so, weißt du, da mache ich keine Unterschiede erstmal. Und finde es wichtig, dass es halt generell so die Message ausgetragen wird, ne? Da kommen wir auf das Thema untereinander leben halt, ne? Und das fand ich ganz stark, als er mir erzählt hat, dass die Eltern ihm so eine Werte beigebracht haben halt einfach, ne? Na gut, er wird sich wahrscheinlich gegen einiges auflehnen, er steht aber auch dazu. Er ist halt auch Schweinefleisch, so, weißt du so? Ja, ja. Er ist halt wirklich, er hat eine deutsche Freundin und der ist halt voll, weißt du, so ein bisschen eingedeutscht. Aber hey, warum nicht? Ich kann ja noch mal, ich will es gar nicht in Länge ziehen, aber muss es noch kurz erzählen. Er hatte noch einen anderen Kollegen mal, der hat nur ein Jahr bei uns gearbeitet, war auch so ein 50-jähriger Türke. Er hat nur ein Jahr bei uns gearbeitet, so ein 50-jähriger Türke. Und der hat zum Beispiel sich mit einer ganzen Familie verstritten, weil die das zum Beispiel nicht akzeptiert haben, dass er eine deutsche Freundin hat. So. Mhm. So. Und die sagten nee und bla bla. Und dann hat er sich gegen seine Familie entschieden halt so. Ne? Und
bereut es auch nicht. Der Einzige, der zu ihm gehalten war, war sein Bruder. Das ist halt übelst krass, sowas. Wenn so eine Charakterstärke aufzubringen, ist schon übel, Alter. So, ja, also, ja. Ich meine, die haben es, weiß Gott, bestimmt nicht leicht gehabt, in der ersten Zeit so. Aber das verstehe ich dann halt zum Beispiel nicht. Ich meine, ich bin halt auch Atheist, wobei ich jetzt mal crazy finde, dass man sagen muss, man ist Atheist, weil Atheist bedeutet, man gehört keiner Glaubensrichtung bei, also ist man eigentlich gar nichts, aber ist auch egal. Ja, ja. aber dass man die Religion höher stellt als die eigene Familie, so, ne? Ja. Da fängt es für mich ja schon mal an. So, das ist ja. Ja, da hast du halt so das Gefühl von Verpflichtung und nicht von Liebe halt, ne? Ja, genau. Was bei dem Film ja auch am Ende ganz krass ist, als die halt irgendwie so einen Geburtstag feiern da, glaube ich, ganz zum Schluss, als sie schon tot ist oder so. Und die sind eingeladen und die trauern halt einfach nicht. Ne? Ja, genau. Das ist halt, das ist denen so. Daran merkt ja die Freundin, okay, läuft irgendwas falsch. Genau, hier läuft irgendwas falsch. So. Es ist ein stranges Thema. Man wird nicht immer gute Kommentare dafür ernten, aber so ist es nun mal. Ne? Man muss auch ehrlich zu seiner Meinung stehen und die haben wir, glaube ich, hier gerade preisgegeben. Ja. Wie gesagt, die wollen ja keine politischen Debatten auslösen oder sowas, aber wenn das der Film das Thema vorgibt, dann geht es eben manchmal nicht anders. Auf jeden Fall ist der Film nur Leuten zu empfehlen, die wirklich sich mit der Thematik auseinandersetzen wollen und vor allen Dingen, die es verkraften können, Magenschläge einzukassieren. Also, ja. Weil der Film hat wirklich nur einen positiven Aspekt und der ist nicht mal so, dass ich sage, der hat mich dann wieder aus dem Loch rausgeholt, ja. Sondern er hat mir einfach nur wehgetan, ich habe mich aufgeregt und wie gesagt, aber ich finde auf der anderen Seite, wie gesagt, die Machart des Films extrem mutig, sich gegen fast beide Seiten, die man dann gegen sich hätte zu stellen und man hätte das auch übelst kopfkissenartig einpacken können, aber es wurde halt in voller Härte gezeigt und aber ist halt für niemanden zu empfehlen, der mit sowas nicht klarkommt, sag ich mal, mit so einem harten Tobak, sag ich mal. Ja gut, ich meine, es geht, wird gleich in den ersten 5 Minuten dargestellt, das sagt sie ja auch selbst, also die Hauptdarstellerin. Da hier geht es jetzt darum, wie ich von meinem eigenen Bruder erschossen wurde. So, ne? Also da ist ja die Messlatte schon mal gleich angesetzt worden. Die sagt, da liege ich. So, und dann genau, ist halt schon echt übel. Wenn man das gesehen hat, sollte man wissen, worauf man sich einlässt. Ja, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ja absolut. Richtig, richtig guter, starker Film. Auf jeden Fall. So, dann habe ich jetzt noch einen. Hast du noch einen Film dann auf dem Zettel? Oder? Nee. Ich hatte die drei, genau, nur eine Frau, Systemspringer und der Film Junge muss an die frische Luft. Gut, dann habe ich jetzt noch einen, ich sag mal, leichten Film, würde ich es mal nennen. Also eine schöne, charmante deutsche Komödie. Und zwar Izzy und Ossi. Den gibt es gerade auf Netflix. Ich glaube auch nicht so lange. Ist auch die erste wirklich reine deutsche Netflix-Produktion. Die okay, ist auf Netflix. Da habe ich wirklich noch nie von gehört. Noch nie. Also sag mir gar nichts. Immer wenn du gesagt den hast. Film? Ja. Es gab schon mal einen deutschen Film auf Netflix, der wurde aber vorher produziert und dann von Netflix eingekauft. So, und hier hat Netflix wirklich selber Geld reingeschmissen und das Ding produzieren lassen. Und zwar geht es um die namensgebenden Izzy und Ossi. Izzy ist steinreich. Also ihre Eltern sind Milliardäre. Und so wächst sie auch auf und sie ist gerade dabei, ihr Abitur zu machen und sie will aber eigentlich gar nicht. Also sie ist auch nicht so der übelste Crack in der Schule, sie will eigentlich lieber kochen. So, sie will in New York so eine Kochschule belegen bei so einem übelsten, weiß ich nicht, 3-Sterne-Koch irgendwie. Das ist eigentlich ihre Passion, aber die Eltern sind halt auch sehr eingefahren in ihrer Meinung. Nein, sie muss, also Isabelle, muss halt wirklich Abitur, Studium und dann am besten, weiß ich nicht, Anwältin, Ärztin, irgendwas davon, irgendwie so, ne, so einen höheren Beruf anstreben, um halt die Familienehre hochzuhalten, etc. pp. Und wenn sie das dann geschafft hat, bekommt sie auch einen Anteil sozusagen von diesem Reichtum, der ihr zusteht, so, ne. Findet Izzy gar nicht cool und haut dann ab und trifft dann zusammen mit ihrer Freundin in einer Burgerbude in der Nähe von, ich glaube, Mannheim war das, wenn ich mich nicht irre, trifft sie auf Ossi, der ist genau das Gegenteil, der möchte Profiboxer werden und kommt aus nicht so wohlhabenden familiären Zuständen. Seine Mutter hat eine eigene Tankstelle und treibt sich eigentlich immer nur noch mehr an die Schulden und Ossi hat einen Boxkampf vor sich, wofür aber ein Sponsor braucht, der das ganze Ding irgendwie finanziert. Und wenn er den gewinnt, kriegt er eventuell so einen Profivertrag halt, ne? Jedenfalls springt dieser Sponsor ab und durch ein bisschen hin und her machen Izzy und Ossi einen Deal ab, dass sie ein Paar spielen vor den Eltern von ihr, um die sozusagen unter Druck zu setzen. Und wenn Izzy dann die Kohle kriegt, diese, die ihr da irgendwie zusteht,
Dann bezahlt sie ihm das Sponsoring für den Boxkampf und sie hat halt die Kohle und kann nach New York abziehen und dann ihren Kochkurs da machen. Ist eine charmante, nette Komödie, so ein bisschen Love Story, Klischee, man weiß, worauf das hinten hinausläuft, so, ne? Da kommen aber noch ein paar Sachen mit rein. Und zwar hat der Ozzy, der hat einen Opa, der als Ozzy noch so relativ klein oder jugendlich war, der ist in den Knast gekommen, weil er, ich glaube, was war das, Alter? Irgendwie, irgendeinen Laden hat er überfallen und wurde natürlich eingekascht, so. Und der hat auch so, ich sag mal, hört sich jetzt total dumm an, aber so ein bisschen charmante rechte Züge, so, ne? Also so alte Schule und nennt alle nur Kanacken und so. Ach so, okay. Das ist jetzt nicht so, dass der denkt so, irgendwie mit Hitler oder irgend so ein Quatsch. Der ist halt so, ja, die Kanacken hier und gehen mir irgendwie alle auf den Sack und alles schlecht. Gran Torino. Ja, genau, so Gran Torino, genau. Der kommt aber nach 14 Jahren wieder raus, also genau zum sozusagen zur Handlung dieses Films. Und der ist dann der Meinung, er möchte Rapper werden. Okay. Und der macht dann auch bei so einem Freestyle-Challenge da irgendwie mit, was man auch bei YouTube und so kennt, ne? Irgendwie Rapper Mittwoch und so Geschichten. Macht der mit, gewinnt auch und kriegt eine Rapper-Karriere mit YouTube-Videos und tralala. Und da hast du halt so eine kleine, charmante Nebengeschichte irgendwie. Der Witz daran ist, dass Ozzy, sein bester Kumpel, der ist halt Türke. Also trifft dann halt der Opa, der so ein bisschen, Kanacke sagt man nicht mehr und jetzt sind alles nur noch Mitbürger von, weiß ich, oder Immigranten oder keine Ahnung, verstehe ich nicht. Die nähern sich dann irgendwie so ein bisschen an und es geht halt viel darum, dass man halt nicht vorgeschrieben bekommen sollte, was man denn machen soll. So, ne, dass jeder kann sich selber aussuchen, was er werden will und bla bla bla. Und dass man auch nicht mit den Verfehlungen sozusagen seiner Eltern leben muss, weil der Ozzy will natürlich auch seiner Mutter helfen, die ja hoch verschuldet ist durch die Tankstelle. Die kriegt es aber einfach nicht gebacken, selber da irgendwie rauszukommen, weil die nur Scheiße baut. Also die kauft dann irgendwie Elektro-Terminals irgendwie und das Ding ist aber am Arsch und dann muss es wieder reparieren lassen. Also die macht nur Müll mit der Tankstelle und reitet sich immer weiter rein. Und der Ozzy probiert halt seiner Mutter immer zu helfen und will deswegen auch Kohle haben. In diesem Deal halt, wo sie halt das Pärchen spielen. Und es geht halt auch darum, dass man irgendwann auch sagen kann, nee, ich helfe dir jetzt nicht mehr, so, du bist einfach bescheuert. So, ja. Wenn du nur Scheiße baust, dann brauche ich dir nicht helfen, so, dann krieg irgendwie mal die Kurve und lerne aus deinen Fehlern selbst, so, ne? Also, sehr charmant, auch komplett anderer Humor als bei Klassentreffen, da gibt's wirklich nur einen einzigen Pimmelwitz, das ist, weil der Pimmelwitz, dieses Wort hört sich schon so an, Pimmelwitz, weil es dann darum geht, dass Ozzys bester Freund, der ist Türke und der schickt einfach eine Ollen in der Bar so ein Dickpick, so, ne? Und die Izzy sitzt daneben und meint so, bist du völlig bescheuert, so, das macht man halt einfach nicht, so, ne? Und das ist halt der Witz, so, das war's dann auch. Der Rest ist halt wirklich charmant und auch lustig, ein bisschen zum Schmunzeln. Ist keine tiefgründige Lektüre, um Gottes Willen, Alter. Also, spielt da irgendjemand mit, den man kennen sollte, oder? Also, ich kannte da, ehrlich gesagt, niemanden. Das ist nicht viel. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich, was deutsche Schauspieler angeht, wirklich nur die auch Bekannten kenne halt, ne? Also, wir sind nicht Jan-Josef Liefers, Schweiger, Jung Vogel, ja, klar, diese ganzen Konsorten. Ja, aber manchmal sieht man ja irgendwann und denkt, ey, den kenne ich doch irgendwo her und dann guckt man vielleicht mal oder so, weißt du so. Kann sein, dass ich jetzt irgendjemanden vergesse, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, nee, da ist jetzt nichts großartig dabei. Aber so auf einen verregneten Sonntag? Geht vollkommen klar. Also meine Freundin hat sich auch irgendwann dazugesetzt, hat die mitgeguckt, fanden auch okay. Also kann man sich auf jeden Fall angucken. Also es ist keine Zeitverschwendung, ist charmant gemacht. Kriegt am Ende noch so ein bisschen anderen Drill. Man weiß natürlich, ja, am Ende kommen die zusammen und große Liebe, blablabla. Aber nimmt halt noch so ein paar andere Schwenks mit, womit du vorher nicht gerechnet hast. Ne? Also gerade dieses Ding, dass der Ozzy zu seiner Mutter dann irgendwann sagt, so, nee, Alter, kriegst du die Kohle halt nicht. So, helf dir selber, so, krieg dein scheiß Leben auf die Kette, so, ne? Hätte ich nicht mit gerechnet, dass er das fast sozusagen auch noch aufmacht. Ich dachte, ja, da gibt dir die Kohle und dann ist alles gut, so. Und dann sind noch so zwei, drei andere Sachen mit bei, weil die Mutter von dieser Izzy, die ja steinreich ist, so, die hat auch selber ein bisschen Problemchen, so. Also, ja, kann man sich angucken, seichte Kost auf jeden Fall, aber gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Naja, dann werde ich mir den wahrscheinlich vielleicht auch mal geben auf einen verregneten Sonntagnachmittag. Also heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Ja, dann sind wir auch mit den Filmen durch, denke ich. Wir sind durch mit den Filmen, ja. Mhm. War mal ein bisschen anders gewesen, aber auch mal ganz nett, fand ich.
man kann ja auch mal den deutschen Film irgendwie mal ein bisschen beleuchten und vor allem, denke ich, auch mal zeigen, dass es wirklich gute deutsche Filme gibt. Absolut. Ich denke, es wird auch nicht die einzige Sendung darüber sein, weil man findet, sage ich mal, immer noch thematisch was, wo man bestimmt nochmal eine zweite Sache aufmachen kann. Zweites was aufmachen kann. Aber man kann natürlich jetzt nicht jeden Film in ähnlichem drin nehmen, sonst sind wir hier in 4 Stunden noch nicht fertig. Aber man muss natürlich zeigen, dass der deutsche Film definitiv was zu bieten hat, auch wenn man ein bisschen kramen muss. Ne? Also, aber ich habe schon ein paar Filme jetzt notiert, die wir dann vielleicht auch mal gucken. Also die werde ich dann natürlich sagen. Oder hier zum Beispiel Der Vorname, ne? Und Who I Am. Das steht schon mal auf der Liste, das könnten wir uns dann vielleicht mal geben und dann machen wir da vielleicht nochmal was zu. Auf jeden Fall ist es ja, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen, auch die Gegenüberstellung. Ich meine, wir haben jetzt nicht übelst viele schlechte Filme gehabt hier in dem Ding und der Podcast war auch ein bisschen ernster, da war jetzt nicht so viel Gelache drin wie vielleicht sonst, aber ist nun mal einfach dem Thema geschuldet und da wir gerade diese Filme gesehen haben. Aber man hat trotzdem, glaube ich, mal eine Gegenüberstellung gehabt von einem Film, der brachial schlecht ist, einer Komödie, die eigentlich ganz gut ist, so seichte Unterhaltung, bis hin zu einem Film, der ein ernstes Thema hat und trotzdem ein gutes Gefühl hinterlässt, bis zu 2 absoluten Genickbrechern. Also ich glaube, da war genug dabei, um ein bisschen Abwechslung da ins Spiel zu bringen. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Also für jeden was dabei und der Sinn des Ganzen war ja einfach nur zu zeigen, der deutsche Film ist halt nicht nur Kacke, es gibt wirklich gute, geile Sachen da draußen. Auch wenn ich am Anfang, oder von der Sache her, den deutschen Film bin ich immer noch nicht so wirklich positiv zugetan. Dafür gibt es immer noch zu viel Scheiße, finde ich. Ja, ja, absolut, auch, klar. Definitiv. Da muss noch viel gemacht werden. Und gerade in Sachen Filmförderung kann ich wirklich nicht verstehen, warum Sachen wie Klassentreffen halt gefördert werden. Das kriege ich nicht in meinen Kopf rein, ja, weil und gerade so Sachen wie Systemsprenger oder Nur eine Frau, so, ne? Das sind halt Sachen, die haben ja richtig Substanz, so, ne? Und die, finde ich, die gehören ja schon aus Verantwortungsgründen schon einem breiteren Publikum irgendwie reingeschmissen, so, ne? Also haut doch mal richtig PR da rein und so, ne? Und dann, damit Leute sich mit diesen Themen auch mal auseinandersetzen. Gerade Nur eine Frau, und wir leben hier in Berlin, ist ja nun mal wirklich ein top aktuelles Thema, was uns alle irgendwie eventuell auch begleitet, so, ne? Weil wir, vielleicht haben wir türkische Freunde, arabische Freunde oder weiß ich nicht, und wenn es nur der türkische Dönerbesitzer ist, so, ne? Aber um mal zu sehen, wie deren Kultur eventuell funktioniert, so, ne? Oder wie krass das nach hinten losgehen kann, auf jeden Fall gucken, Alter. So. Ich glaube, dass, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Systemsprenger ist auf jeden Fall, aber ich glaube, Nur eine Frau auch, sind beide Filme, die im Unterricht gezeigt werden. Beides. Ja, dann ja, auf jeden Fall. Glaube ich, gelesen zu haben, auch bei Nur eine Frau, dass der gezeigt wird. Wo ich jetzt nicht weiß nicht, wo der gezeigt wird und was für ein Unterrichtsfach, also keine Ahnung. Das wüsste ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, das gelesen zu haben. Und das ist ja auch richtig so, ne? Für Aufklärung sorgen und wenn Filme das können, dann ist es doch umso besser, weißt du so? Also klar, ich verurteile ja niemanden, der mal einen Til Schweiger-Film guckt, um Gottes Willen, ja? Soll er machen? Ich meine, ich wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, wie gesagt, ich habe ja selbst gesagt, dass Barfuß mit keiner malig reden kann, aber es muss eben auch sowas geben halt. Und wenn jemand Klassentreffen 1.0 gut findet, dann ist es eben so, ja? Dann soll er den gut finden, dann hat er einen scheiß Geschmack. Nee, war ein Spaß, aber dann ist es eben einfach so und ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, es muss auch die andere Seite geben und dass sich der deutsche Film verbessert hat, sieht man in dem Maße ja trotzdem schon, weil ich hätte dir vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren hätte ich dir nicht einfach so 3 Filme aus dem Hut zaubern können, die gut sind in letzter Zeit. Ja. Da war bei mir damals so Antikörper, fand ich extrem krass. Und dann muss ich schon, ja, kam dann halt der Untergang und sowas. Also waren Jahre dazwischen und sowas. Ja. Und Nur eine Frau und Systemsprenger und Der Junge muss an die frische Luft, allein die 3 Filme sind ziemlich nah beieinander halt, ne? Das gab es eben damals nicht so halt, ne? Natürlich wird es immer Müll geben. Jetzt ist jetzt hier schon wieder irgendein Film rausgekommen, Nightlife mit Elias und Barek. Der wird mich wahrscheinlich null interessieren. Aber muss es eben auch geben, ist okay, aber es soll halt keine Überhand nehmen. Also was ich halt nicht verstehe, und das ist gerade bei deutschen Komödien scheinbar so, weil Klassentreffen 1.0 ist ja nicht der einzige Film mit so einem komischen Pipi-Kacker-Puller-Arschloch-Muschi-Humor, ja. So, ne?
Warum? Warum sind die Deutschen da so geil drauf? Ich verstehe das einfach nicht. Tja, keine Ahnung. Also, klar, wir sind hier vielleicht für den Rest der Welt ein bisschen freizügiger. Das siehst du ja auch in irgendwelchen Sitcoms und so. Oh, hier in Europa, da rennen sie alle nackt rum. FKK, hast du nicht gesehen? Aber man muss doch nicht seinen Film nur mit Muschi und Puller irgendwie vollkloppen. Das Problem ich halt der Deutschen verstehe ich halt auch nicht. Also irgendwie ist es ja so, die bekommen es halt nicht auf der Reihe, an Genre richtig umzusetzen. So. Also es gibt ja in den USA deine geliebte Melissa McCarthy, ja, die du ja nicht so pralle findest. Um Gottes Willen, ich jetzt, bin jetzt auch kein übelster Fan. Aber ich muss trotzdem zugeben, dass die Amis auch Filme haben, wo so ein Humor vorkommt. Und den kann ich mir auf dem verregneten Sonntag trotzdem mal reinziehen. So, weißt du, so einfach mal aus Blödelei den Kopf abschalten. Ja. Und dann ist gut. Irgendwie ist es denn trotzdem immer noch was anderes. Also, ich weiß nicht. Ich war ja Dumm und Dümmer, aber voll mit dem Mist. Ja, also, oder was weiß ich, weißt du so? Oder Loaded Weapon oder so. Das waren alles so eine komischen Dinger, die auch übelst unter der Gürtellinie gehauen haben. Oder ich habe mir letztens erst angeguckt, wieder die Fortsetzung von den Chevy Chase-Film. National. Wie heißt das? Auf Englisch. Auf Deutsch hier eine schöne Bescherung und hier die Amis kommen. Wie heißt denn das auf Dings da? National Lampoons oder sowas? Ich weiß jetzt nicht mehr. Da habe ich mir die Fortsetzung angeguckt mit Ed Helms von Hangover und ich schwöre, da ist genauso ein Humor drin, ich feuer mich aber in die Ecke. Also da feuer ich mich einfach in die Ecke und lache. Das ist halt. Ich mag ja auch so Sachen wie, weiß ich nicht, Nackte Kanone, Hotshots und so ein Kram, so, ne? Aber da ist ja der ganze Film nicht nur so ein Humor. Nee. Das ist halt alles Blödsinn. Aber auf jeden Fall. Trotzdem sind die halt meistens extrem unter der Gürtellinie teilweise und trotzdem kann man irgendwie manchmal noch drüber lachen. So, die bringen den Flair anders rüber. Ja, und das sind keine guten Filme. Die haben aber, auch ein ganz anderes Timing von zum Beispiel Slapstick, so, ne? Situationskomik, so. Das kriegen die Deutschen einfach nicht hin. Das Schlimme ist, das Gegenbeispiel dazu ist, wo ist Fred halt, ne? Oder Fred. Ja, genau. Der ist auch deutsch, der ist mit Til Schweiger und der funktioniert für mich zum Beispiel wieder. Den fand ich urkomisch. Den finde ich auch geil, ja. Also, ist jetzt nicht Film des Jahres gewesen, aber der war auf jeden Fall so, dass ich mir sagen konnte, oh ja doch, den habe ich schon 2-3 Mal geguckt und einfach so, wenn ich nicht wusste. Das soll ja hier auch um Gottes Willen kein übelstes Til Schweiger-Gebäsche sein, nur das Problem ist, der Typ hat ja nun mal, der hat einen Namen, den kennt jeder in Deutschland, jeder Mensch kennt diesen Typen. Und gerade wenn der so eine übelste Gurke fabriziert und scheinbar nimmt es ja, er nimmt scheinbar gerade Anlauf, nur noch so einen Scheiß zu machen, irgendwie habe ich das Gefühl, dann nimmt das schlimme Ausmaße an. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich verstehe auch den Handlungsverlauf von ihm nicht, weil er hat ja mit 3 Filmen sofort bewiesen, dass er so sensible Themen rücksichtsvoll angehen kann, weißt du so? Also es war ja erstmal Barfuß mit der, sag mal, psychisch labilen Frau. Dann war es, woraus eine Liebesgeschichte wird, aber nie ein Kuss entsteht im Film, fand ich top, so, ja. Dann Honig im Kopf mit einem Alzheimer-Opa da, was auch zwar viele spaßige Momente hat, aber trotzdem immer mit einer gewissen Sensibilität angegangen wurde. Mhm. Und schlussendlich, wo ist Fred, ne? Der wirklich Dinger unter der Gürtellinie hat, aber trotzdem du nie das Gefühl hat, da wird sich lustig über Behinderte gemacht. Ja, also, also deswegen, der hat ja eigentlich ein Händchen dafür mal gehabt, wo ist es hin? Haben die ihm das abgehackt? Oder, ja, irgendwie, weißt du so? Irgendwie ist komisch, ja. Also bei dem, weiß ich nicht, was dem da gerade los ist. Man kann nur appellieren an die Leute da draußen, gebt den deutschen Film nicht auf. Es gibt gute Sachen, guckt euch ein bisschen um. Von mir aus, guckt Rezensionen bei IMDb oder was weiß ich. Die guten Filme sind dann in der Regel auch dann auch gut bewertet. So, ne? Und wie gesagt, guckt da rein und macht euch schlau und wenn nicht, machen wir es. Film-News sehen gerade ein bisschen schlecht aus. Ja, das stimmt allerdings. Film-News gibt es ja nur noch ein Thema. Hm. Und egal, was man eigentlich aufmacht an Seiten oder irgendwelchen Medien. Man wird nur mit Corona in Kontakt kommen. Ich meine, wir könnten natürlich das sagen, was du schon überall liest, welche Filme, welche Serien abgesagt wurden. Da finden wir kein Ende mehr. Aber ganz ehrlich, das hängt den Leuten ja wahrscheinlich auch zum Halse raus und da. Also die Filmlandschaft ist gerade tot. So kann man es ja sagen, ne? Also es wird wahrscheinlich irgendwelche Drehbuchautoren geben, die zu Hause im stillen Kämmerlein wahrscheinlich Drehbücher schreiben, aber alles andere ist halt einfach weg vom Fenster, existiert ja gerade nicht. Auch die Synchronarbeit wurde eingestellt von den Deutschen. Ach echt? Mhm. Auch? Mhm. Für einen Monat erstmal. Also es hat die Filmlandschaft schwer getroffen und wir versuchen natürlich eigentlich ein bisschen Abstand davon zu nehmen. Deswegen wahrscheinlich auch höchstwahrscheinlich im Endeffekt gut, dass wir dieses Deutschthema gewählt haben, weil es dann eben mal ein bisschen abseits von dem Ganzen ist und man ein bisschen Sachen aufholen konnte, sozusagen. Ja. Wir werden uns
wir werden gucken, wie es weitergeht, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, ne? Wie wir das machen, weil die Situation ist ja schwer einzuschätzen, wie es weitergeht, und wir versuchen uns Themen rauszupicken, die vielleicht ein bisschen älter auch sind, ja, aber Hauptsache, wir bleiben dem erstmal ein bisschen fern, weil wir der Meinung sind, das hängt euch vielleicht auch so ernstes Thema ist, irgendwann zum Halse raus. Weil ja, so wie uns ja. Uns hängt es ja auch zum Hals raus, wir nehmen das Thema ernst, aber uns nervt es natürlich auch und wir wollen nicht zusätzlich noch unsere Zuhörer damit belasten, immer mehr darauf einzugehen, ne, für Sachen, die sowieso alles schon zum Halse raushängen. Ich glaube auch, dass es jetzt gerade auch ziemlich wichtig ist, dass es trotzdem noch Leute gibt, die in irgendeiner Form einfach unterhalten, dass man mal ein bisschen abschalten kann, ne? Also man wird ja den ganzen Tag nur bombardiert von diesem Zeug irgendwie. Corona hier, Corona da, da sind so und so viel 100 Tote irgendwie, dann in dem anderen Land so und so viel Infizierte und bla bla bla. Ja. Man hört ja nichts anderes mehr, so, ne? Genau. Und wenn man sich dann mal irgendwie 1,5 Stunden oder so einfach mal hinsetzen kann und mal irgendwas anderes um die Ohren kriegt. Und wenn es ein YouTube-Video ist oder halt ein Podcast, so wie wir, dann ist doch okay, Alter. Man muss sich ja nicht 24 Stunden am Tag mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, absolut. Ernst nehmen sollte man schon, aber man sollte nicht sein Leben davon bestimmen lassen. Und genau das wollen wir ja hier ein bisschen vermitteln. Und genau. Deswegen. Und wir können auch nur dazu sagen, was wahrscheinlich schon 100 andere gesagt haben, aber scheinbar gibt es immer noch irgendwelche Vollidioten, die, wir sind nicht draußen und wir denken, wir machen jetzt hier Grillpartys und Corona-Feste und lecken Klobrillen ab. Das habe ich sowieso nicht verstanden. Das habe ich auch gesehen. Ey, wie behindert muss man wirklich im Kopf sein? Das ist schon nicht, weil es geht ja. Also wir müssen es ja wahrscheinlich jetzt trotzdem mal kurz anschneiden. Es geht ja von lustig bis ins Extreme Ernste rüber, bis irgendwelche Verschwörungstheorien oder irgendwelche Zahlen über Tote etc. Also das ist ein breit gefächertes Thema momentan. Ja. Und ich habe bei Facebook habe ich gesehen, wie ein Typ sich komplett dagegen wehrt und sagt, lasst euch nicht verarschen, so ein Punker da, keine Ahnung. Ist nun mal leider so, also an alle Punkern sorry, aber das ist auf jeden Fall einer gewesen. Und der hat dann eine S-Bahn-Stange abgeleckt und eine Klobrille und ach, irgendwas noch. Hat irgendwelche Karten angeleckt, hat die auf den Automaten gelegt und hat gesagt, wo das ist und meinte, wenn ihr Corona haben wollt, dann nimmt die Karten und leckt die an. Das sind Sachen, wo ich denke, das ist nicht witzig, Jungs, lasst es einfach sein, ja. Was soll der Mist, ja. Wie gesagt, erst Hamsterkäufe tätigen und danach Grillpartys veranstalten Corona-Partys da, oder was ich in Bayern gehört habe, dass irgendwelche Jugendlichen rumlaufen und Leute, alte Leute mit Absicht anhusten. Ich meine, in welcher Welt leben wir hier eigentlich? Und ich sag nur, ganz ehrlich, ihr seid ein Haufen Arschlöcher. Also einfach definitiv, ja. Vor allem, dass es die Leute halt nicht verstehen. Ich meine, klar, wir gehören jetzt nicht zur Risikogruppe, jedenfalls nicht in unserem Alter, die, ich sag mal so 60 plus und Leute mit Vorerkrankungen der Lunge, so, die sind halt stärker betroffen und gehören halt zur Risikogruppe. Aber trotzdem seid ihr, genau ihr, die da draußen rumgammeln, ihr seid ja die Leute, die denen das eventuell übertragen, so, ne? Ihr seid ja die Träger von diesem Virus im Zweifel und übergebt diesen Leuten das ja, so. Also, ganz, und so weit denken die Leute halt nicht. Und das Problem ist natürlich, dass das deutsche Gesundheitssystem, was ja zu den besten auf der ganzen Welt gehört, auch wenn viele rummeckern und Deutschland, aber es ist einfach nur mal so, wir haben mit das beste Gesundheitssystem auf der ganzen Welt und das ächzt gerade extrem, so, ne? Und wenn ihr draußen rumeiert und beim Grillen euch die Fresse verbrennt, dann bräucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr auf der Liege liegt und nicht behandelt werdet. So, so ist es. Also, ihr sorgt einfach dafür, dass die Krankenhäuser überlastet sein werden, dass mehr Corona-Fälle entstehen, dadurch Betten belegt sind und keine Belegschaft da ist, die sowieso schon vor der Corona-Krise nicht da war. Also es waren sowieso schon zu wenig Personal da. Und so wird es halt einfach nicht besser, ne? Die Betten sind belegt, die Corona-Fälle werden mehr und so werden halt, sage ich mal, tagtägliche Sachen, die passieren, wie Unfälle und sowas, werden nicht behandelt werden können. Und das ist dann eure Schuld, so einfach ist es. Und nur weil es geringes Risiko ist, heißt es nicht, dass es unmöglich ist. Ja? Nur weil ihr 30 seid, seid ihr davon nicht sicher. So einfach ist es. Ja? Also es sind auch schon Leute gestorben, die unter 50 waren. Macht euch darüber mal einen Kopf und denkt mal darüber nach, ob das richtig ist, wie ihr da handelt. Also, schön zu Hause bleiben. Ich glaube, es ist nicht das
Riesenproblem, wenn man einfach mal ein paar Wochen zu Hause bleibt. Und das Ding ist, was ja viele Leute auch nicht verstehen, man kann ja rausgehen. Man kann ja trotzdem irgendwie spazieren gehen durch den Wald oder was weiß ich, Alter. Ja. Und von mir aus joggen gehen, Sport machen, keine Ahnung. Man kann es ja machen, nur haltet doch einfach Abstand vor den Leuten. Also das ist ja genau der Punkt so. Und gerade, wir leben alle im 21. Jahrhundert. Ihr könnt per, weiß weiß ich, was es alles gibt, per WeChat, per Skype, per was weiß ich, Alter, gibt es 1000 Möglichkeiten. Könnt ihr Kontakt zu euren ganzen Kumpels, Freunden, was auch immer, irgendwie halten, könnt mit denen labern, könnt mit denen irgendwelchen Blödsinn machen, aber halt nicht unter Angesicht zu Angesicht persönlich so, ne? Und das wird jeder von uns mal überleben. Und das kriegen wir alle hin, nur es müssen halt einfach mal alle im Strang ziehen. Ja. Das ist jetzt der Punkt. Geht 2 Stunden mit eurer Frau spazieren, kommt nach Hause, macht Netflix oder Amazon Prime, Sky oder was es sonst noch für Streamingdienste gibt an, guckt Filme, guckt Serien, da seid ihr doch sonst so scharf drauf. Oder zockt halt. Marathone zu starten und den ganzen Tag zu sitzen und Filme, Serien zu gucken. Da hat sich ja vorher auch jemand drüber beschwert. Naja. Und wenn ihr dann abends nichts zu tun habt, dann geht auf unseren Channel und guckt unsere Videos. Genau. So einfach ist das. Genau, so einfach ist das. Gut, damit wäre unsere Ansprache zum Sonntag, weil wir haben heute auch Sonntag, wäre glaube ich auch damit beendet. Bleibt alle gesund auf jeden Fall und probiert euch irgendwie an die Regeln irgendwie auch zu halten, dann kommen wir hier auch alle heil wieder dabei raus. Genau. Wie gesagt, wir müssen auch sehen, wie es für uns weitergeht, ob wir die Chance haben, nächstes Mal einen Podcast aufzunehmen oder ob wir da irgendeine Möglichkeit vielleicht finden. Wir machen uns darüber Gedanken. Halten euch da bei Facebook auch auf dem Laufenden. Und ja, das war dann erstmal, oder? Genau. Ansonsten könnt ihr uns natürlich alle suchen und höchstwahrscheinlich auch finden auf Instagram, unseren YouTube-Kanal. Ungeschnitten, da ist das gute Stück. Werdet ihr auch finden. Da sind schon ein paar Videos drauf und ein Trailer, der umgebastelt wurde und andere Sachen. Die Podcasts sind da auch. Guckt da mal vorbei. Lasst von mir aus ein Abo da oder halt eben nicht. aber guckt gerne mal rum und ja. Habt auf jeden Fall erstmal eine angenehme, schöne Woche und macht irgendwie das Beste draus. Genau. Gut, dann bis denn. Tschüss. Bis dann, ciao.